So, es ist Freitag, der 16. Juli 2021, 6.17 Uhr, live aus dem Stasi-Kaff 37574 Einbeck. Für diejenigen, die mich kennen, mein Name ist Adrian. So, das ist ein Video direkt an die Geheimdienste und ja, und Freimaurern, Kriminalgesellschaften, die ganzen Konsorten. Für diejenigen, ja, und auch irgendwie ein normales Video, weil ich auch normale Zuschauer habe, aber irgendwie, ich wollte das nochmal loswerden. So, für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Adrian Lachstetter. Das ist mein bürgerlicher Name, der Name meiner Person, die dem Vatikan gehört, sich im See- und Heilsrecht befindet, mit der ich nichts mehr zu tun haben will. Deswegen nehme ich überall Adrian aus der Familie Milosevic, beziehungsweise Adrian from the Family Milosevic. Habe ich von den Free Men, beziehungsweise Sovereign Citizen aus Amerika übernommen. Einfach mal Free Men eingeben, also Free Men Bewegung oder Sovereign Citizens. Genau. Und das ist überall dasselbe. Eigentlich. Viele Länder befinden sich im Seerecht. Das kann man, uns sind alles Firmen eigentlich, das kann man erkennen an dem gelben Gebimsel unten an der Flagge. So. Genau. Ja. So, und ich bin kein Produkt irgendwie oder irgendein, ja, Sklave halt. Beziehungsweise will es nicht sein. Deswegen, um mich davon abzugrenzen, von dieser Person, von dieser Fiktion, nenne ich mich überall so. Ist auf jeden Fall ein anderes Thema. So. Ich bin Projektmonarch, Beta-Sex-Sklaven, Mind-Control-Opfer. So. Ich habe deswegen, also jetzt nochmal für meine normalen Zuschauer, die jetzt zugucken, nochmal eine kurze Introduktion. Auch für die Geheimdienste ist ja auch groß, arbeiten ja auch tausende Leute, die mich nicht kennen, und je mehr Informationen ich biete, desto besser. Wäre schön, wenn mein Monarch-Projekt übrigens eingestellt wird, weil es eh sinnlos ist. Auf jeden Fall so. Bin der Projektmonarch Beta-Sex-Sklaven, Mind-Control-Opfer, wurde für Prostitution in der Kindheit benutzt. Soll jetzt auch wieder benutzt, beziehungsweise besser ausgenutzt werden für Prostitution und Sexhandel, illegalen Sexhandel. Ja, während man aber im selben Atemzug mit aller Kraft auf mich eindrescht. So, und das läuft nicht. Also, wie gesagt, also so oder so läuft das nicht. Aber so oder so schon gar nicht läuft es, wenn man auf mich eindrescht. Also. So, also ich habe alles verloren wegen euch Wichsern da beim Geheimdienst. Alles. So, Freundschaften, Beziehungen, also mir wirklich alles kaputt gemacht, was man nur kaputt machen kann. In der Hoffnung halt, dass ich mich auf diese Versagerkinder von den Geheimdiensten einlasse, mich Sex trafficken lasse. Ja, weil sobald diese Monarchleute ja irgendwie dann Zuwendung haben, beziehungsweise Leute haben, beziehungsweise, dann bricht ja auch dieses Mind Control zusammen. Ne? Das ist ja halt wichtig für dieses Pattering, dieses Mind Control. Übrigens, für diese normal, es ist komisch, Videos an die Geheimdienste zu machen. Diese Kriminalgesellschaften, dann für meine normalen Zuschauer, egal, mache ich doch wieder doppelt gemoppelt. Also einmal für meine normalen Zuschauer gibt es ein bisschen Aufklärung, und für die Geheimdienste nochmal so ein Statement. So, wie gesagt, auf jeden Fall, mir hat mal alles kaputt gemacht, für meine normalen Zuschauer. So. Ja, das Einzige, was mir noch bleibt, sind wirklich Spaziergänge und Spielen auf meinem, ja, Gaming, ja, kann man, ja, meinem PC. So, genau, und also das sind die einzigen Sachen, die mir bleiben als Mind-Control-Opfer. Also mir geht es auch nicht besser wie dieser Katie O'Brien da. Was ich auf www.bitchute.com/anarchist-truthfighter oder einfach mal anarchist-truthfighter bei Google googeln. Aber wie gesagt, bitchute.com/anarchist-truth, T-R-U-T-H und dann Fighter. Fighter. Also anarchistischer Wahrheitskämpfer auf Englisch halt. So. Mit diesem durchgestrichenen Freimaurerlogo. Da habe ich das hochgeladen. Casey O'Brien mit dem Monarch-Schmetterling. So, also das Einzige, was mir bleibt, dank euch Wichsern vom Geheimdienst, jetzt für meine normalen Zuschauer, sind halt diese Spaziergänge und ein bisschen das Daddeln. Das Daddeln wird mir auch regelrecht versaut, also ich muss auch regelmäßig meinen PC neu aufsetzen, weil da irgendwie das Hacking so stark ist, beziehungsweise ja, und dann halt, oder irgendwie halt absichtlich Paketverlust erzeugt wird, um einen Online-Spielfluss zu stören. Wenn das nicht gemacht wird, also so die letzten Sachen, die man noch hat, werden einem irgendwie versaut, oder es werden Trolle in die Spiele reingeschickt. Zum Beispiel, ja, sag ich mal, wenn man Online-Shooter spielt, kommen da Leute rein, die AFK sind oder sonst was, um halt das Spiel, den Spielfluss zu versauen, damit man auch da, also kein bisschen Spaß darf man haben, so. Also, früher oder später bin ich dann halt wieder auf der Straße spazieren, morgens, mittags, abends. Ich als arischer Übermensch
hohem Niveau und hohen Intelligenz darf als Dank für Kindersex, Trafficking und Pisse trinken und Leben zerstören, darf ich hier in den Straßen von Einbeck auf und ablaufen. Jahrelang, 6 Jahre lang mindestens. Da bist du auch irgendwann Banane, ne? Ist doch kein Wunder alles hier. So. Könnte man mir auch mal eine Entschädigung zahlen. Mit könnte meine ich, muss. Mit muss meine ich 30 Milliarden. So. So, ho, ho, ho. Yo, ho, ho. Und eine Flasche voll rum. Ja, jetzt, ja, wie gesagt. Ja, wie kam es dazu jetzt für meine normalen Zuschauer? Und auch für meine, für die, ja, also es ist komisch, Videos für die Geheimdienste zu machen. Ich überlege jetzt, ob ich gerade erst das für die Geheimdienste sage, quasi, was jetzt Sache ist, und dann nochmal alles erzähle, wie es dazu kam. Oder umgekehrt, aber es ist so. Also. Wie gesagt, ihr könnt auch gerne, guckt einfach mal auf BitChute vorbei, sowohl für die Geheimdienste als auch, ja, die gucken dann sowieso schon vorbei, aber trotzdem, also es gibt ja mehrere Leute, 1000 Leute, die vom BED arbeiten. Auf BitChute vorbeigucken, als auch für meine normalen Zuschauer, guckt mal auf BitChute vorbei. Und genau, guckt euch das Video mit der Casey O'Brien an. Casey O'Brien, ja. So, ganz einfache Kiste hier. So, ja, was soll ich dazu noch sagen? Genau, und dann wisst ihr eigentlich Bescheid, ich bin eben genau im selben Programm. Es ist alles irgendwie immer das Gleiche, nur irgendwie mit anderen Ärzten in Anführungsstrichen. Oder mit anderen... ja, CIA-Doktoren besser gesagt und anderen, aber es ist immer das gleiche Trauma, Kind missbrauchen, nochmal Trauma, wobei, so. So, in der Hoffnung dann halt so Manchurian-Candidates zu schaffen, die sind dann auch alle gechippt und implantiert und genau. So. Ja. Genau, auf jeden Fall jetzt nochmal an die Geheimdienste. Erstmal, komm, ich mache erstmal das Statement an die Geheimdienste. So. Oder besser gesagt an diese Kriminaldienste und der Kriminalgesellschaften. So, also ihr habt mir alles zerstört. Ihr habt mir mein Leben zerstört, ihr habt mir meinen Körper zerstört. Man hat mich hier jahrelang als Zielscheibe genutzt. Ja? Und ja, ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass ich mich jetzt noch prostituieren lasse. Wie gesagt, also ich bin aufgewacht, ich weiß, dass das meine Gedanken nicht meine Gedanken sind, also beziehungsweise ich weiß, welche Gedanken meine Gedanken sind und welche Gedanken die Geheimnisgedanken sind. Ja, bei mir hat man auch geschlampt und schlampt jetzt auch immer noch und deswegen, jetzt funktioniert es auf jeden Fall nicht mehr. Selber schuld, ihr habt ja geschlampt bei mir, auf jeden Fall, ja. Jetzt für diejenigen... Jetzt für meine normalen Zuschauer nochmal, die jetzt nicht mitkommen und nicht wissen, was Sache ist. Wie gesagt, also der Geheimdienst und diese ganzen Freimaurer, die haben Technologie, die ist 20 Jahre voraus. Ne? Und genau. Ja, ich war jetzt gerade abgelenkt, da stand so ein Mann mit einem Föhn, ich weiß nicht, inwiefern mir das irgendwas sagen soll jetzt, oder, das hat mich gerade aus der Bahn geworfen, weil, jetzt haben sie mir über Image to Skull halt, jetzt wollen sie mich wieder ablenken, von Galileo das eingesendet mit dieser Oma, die da halt irgendwie, da sind wir auch gleich bei dem, was ich sagen will, Image to Skull, mit dieser Oma, die diese Radarfallen imitiert hat. Das kam immer auf Galileo so, die so einen Film benutzt hat, so als Geschwindigkeitsmesser, dass die Autos da langsamer fahren bei ihr, wer das irgendwie kennt. So, auf jeden Fall, also schön, wie man hier wieder mit mir spielt. Ja, und dann sind wir auch beim nächsten. Also wie gesagt, ich bin Opfer von Projekt Monarch Beta, Sexsklaverei und ja, generell Sklaverei halt und Menschenhandel. Der Dank dafür ist, dass man mir, wie gesagt, das Leben zerstört hat und alles zerstört hat.
damit ich halt nicht drüber reden kann. Es gab auch schon wieder mehrere Mordanschläge, Versuche, Mordanschlagsversuche auf mich. In über 3 Stück schon insgesamt. So. Also, an euch Geheimdienstler. Glaubt ihr wirklich, schon allein die 3 Mordanschläge reichen mir, aber glaubt ihr wirklich, nachdem er mich als jahrelang als, nee, erstmal waren wir, oh, es ist kompliziert. So, auf jeden Fall für diese Geheimdienst, für die Leute, die jetzt überhaupt nicht wissen, was Sache ist, so. Also, ich sag, der Geheimdienst hat Technologie, die ist 20 Jahre voraus. Es gibt Voice-to-Skull, das ist einmal Stimme zu Kopf, damals hat man das wendet man bei mir seit meinem 3. Lebensjahr an. Das ist einmal, also quasi, damals hat man das mit Mikrowellenwaffen gemacht, jetzt macht man es über diese Ohrenchips, über diese modernen Nanochips, die hinterm oder im Ohr sitzen und diese Nano-Morgellons, diese ganzen Morgellon-Fasern und alles. Also Stimme zu Kopf bedeutet also irgendein Geheimdienstler faselt irgendwas ins Mikrofon oder irgendeine KI macht das. Das wird dann an den Skull, ist halt der Schädel gesendet und genau. Das geht seit meinem 3. Lebensjahr so. Und es gibt aber auch, das wissen die Leute nicht, es gibt auch Image to Skull, also Bild zu Kopf. Bild zu Kopf. Also I2K. Also es gibt V2K, Voice to Skull und I2K, Image to Skull. Also man kann die Leute auch mit Bildern besenden. Wie sieht das Ganze aus? Das heißt, ihr habt Bilder im Kopf, aber das ist alles so mit so einem schwarzen Rand oder schwarzen Hintergrund. Es ist halt noch nicht perfekt. Perfekt, diese Technologie. Also man kann es unterscheiden, wenn man das weiß. Alles, was mit diesen komischen Schwarzen ist, ist eine Einsendung vom Geheimdienst. Das sind die BND und CIA Hype Mind Teams. Wenn ihr das habt, seid ihr auch höchstwahrscheinlich ein Mind-Control-Opfer. So, auf jeden Fall, das sind keine normalen Gedanken. Menschen denken nicht in Bildern. Das tun sie nicht. Menschen denken nicht in Bildern. So. Also wenn ihr irgendwas Schwarzes da im Kopf habt, das sind die Geheimnisse. So. Und so für die normalen Leute, die jetzt nicht wissen, was hier läuft. So, das wird bei mir seit meinem 3. Lebensjahr angewendet. Mit Penisstimulation, auch da habe ich Nanochips drin. So, also man macht mir halt Image to Skull an, sendet mir irgendwelche Homo-Scheiße ein, stimuliert mir den Dödel dazu. Und über Voice to Skull kriege ich dann gelabert, Person XY liebt dich. So und so, um mich halt aufzugeilen. Und das geht seit meinem 3. Lebensjahr so, deswegen, das zieht auch irgendwann nicht mehr. Das ist also so das Standardding hier, was bei mir läuft. So. Auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, und deswegen auch das ganze Trauma und diese ganze Persönlichkeitsspaltung. Der Sinn dahinter ist es nämlich, die Opfer sollen das nicht erkennen. Was sind ihre Gedanken und was ist dieses System? So kann man Leute auch künstlich lernbehindert machen. Wie gesagt, man wendet dieses Image to Skull 24/7 seit meinem 3. Lebensjahr an, auch in der Schule. So dass ich mir zum Beispiel beim Lernen immer die Sachen dann halt quasi, ich dachte, das wären meine Gedanken. Und dann hat man mir das immer halt bildlich vorstellen lassen. Und so kann man dann auch Leute das machen, dass sie halt gewisse Sachen gar nicht kapieren. So hat man bei mir zum Beispiel so ein bisschen bei Mathe halt, dass ich das nur unterbewusst habe. Weil die wussten, ich würde denen zu klug werden, wenn ich auch noch Mathe richtig verstehe. Beziehungsweise ich kann es, aber es ist halt geblockt. So, komisch zu erklären, aber die Geheimdienste verstehen das schon. So, auf jeden Fall. So. Auf jeden Fall. So, das ist brandgefährliche Technologie in den falschen Händen und das muss endlich gestoppt werden. Diese ganze Mobilfunkscheiße, das muss endlich abgerissen werden, alles. So, jetzt schweife ich auf jeden Fall schon wieder vom Thema ab. Auf jeden Fall, das wird alles gegen mich seit meiner Kindheit eingesetzt. Und ich werde hier eigentlich seit meinem 3. Lebensjahr eigentlich als Zielscheibe genutzt für alles. Ne? Genau. Also das geht bei mir 24/7 so.
So, so viel mal dazu. Ja, auf jeden Fall, ich werde hier jeden Tag elektromagnetisch vergewaltigt über diese genitalen Nanochips. Patent in der Beschreibung. Monarch in der Beschreibung. Ja. Genau. Ja, was wollte ich denn sagen? Ach man, schon wieder alles vergessen, ist auch mit Absicht. Auf jeden Fall bin ich illegal implantiert, Opfer von Menschensex handeln und schon allein dafür, selbst mit 3 zugedrückten Augen kann man mal irgendwie was abdrücken. Wie gesagt, ich will von dieser Welt nichts außer Rache, dass sich das alles aufklärt und ein Haus auf den Bahamas. So, oder Hawaii, irgendwo wo es schön sonnig ist, wo es sich gut leben lässt. Gut, wenn du Millionär oder Milliardär bist, ist ja dann auch egal. Ja, 1 Million ist ein bisschen mager, die ist schnell verbraucht, wenn du ein Haus kaufst und dann auch gut leben willst. Ja, also wir sind sowieso schon im dreistelligen, aller mindestens mit 3 zugedrückten Augen, wenn ich die Zirbeldrüse auch noch zudrücke, im dreistelligen Millionenbereich. Also Herr Karl schuldet mir sehr viel. Wie gesagt, ich werde hier elektromagnetisch vergewaltigt seit meinem 3. Lebensjahr. Pimmelstimulation bis zum Abwinken, bis zum Orgasmus, als Kindheit bis zum Trocknen oder so. Und genau, und jetzt halt auch bis zum Orgasmus. Das heißt, ich kann mich in die Öffentlichkeit hinsetzen, auf die Parkbank, die können quasi ferngesteuert meinen Orgasmus auslösen. Ja, es gibt ja auch schon sowas, so Orgasmatrons oder so, was man sich implantieren lassen kann für die Öffentlichkeit. So, ja, der Freund kann sich dann über das Smartphone einwählen. Und wenn das schon öffentlich ist und die Frau oder was weiß ich stimulieren oder so, und so kann man sich dann gegenseitig noch aufgeilen. Für diejenigen, bei denen das Sexleben langweilig ist, die Geheimdienste hatten das schon 20 Jahre vorher. Und jetzt gibt's halt diese Nanotech und das wird bei mir seit meinem 3. Lebensjahr angewandt. Jeden Tag. Muss man sich mal geben. 365 Vergewaltigungen im Jahr. Und das seit 21, naja, nicht seit 21, sondern ich bin ja jetzt, das heißt also seit 17, seit meinem 3. Lebensjahr. So. Wie will man das denn wieder gut machen? So, wo ist der Unterschied? Ob mir jemand an den Schniedel packt und mich vergewaltigt? Oder ob ich irgendwelche Geheimdienste habe, die über irgendwelche Nanochips in den Dödel stimulieren, ja. So, also. Auf jeden Fall. Ich werde seit meinem 3. Lebensjahr, werde ich als Zielscheibe benutzt. Für alles Mögliche. Für diese Technologie, die gegen meine Zustimmung angewendet wird. Für dieses Image-Tuskal. Das heißt also, ich hatte nie wirklich richtig, und so hat man mich halt auch in der Kindheit ferngesteuert. Da halt, dass ich dann, hat man mir zum Beispiel gesagt, sag dem das, dass ich keine Freunde finde, und dann war ich dazu ja auch noch hässlich, hat diese Hasenzähne gehabt. So, und dann, hatte ich halt keine Chance. Und durch dieses Image-Tuskal, wie gesagt, mich hat man ja auch missbraucht und traumatisiert und programmiert, und durch dieses Image-Tuskal, durch diese Bilder in Kopfflächen, kann man die Leute dann auch programmieren, von wegen, das sind halt Aliens, oder diese Leute sind das, und wenn man diese Augenimplantate hat, ja, dann kann man den Leuten auch so Schlitzaugen erscheinen lassen, und wenn die Leute dann programmiert sind, ja, wenn du denn diese Schlitzaugen siehst, also dieses Katzenauge da, bei, den und den Leuten. So, und dann ist man halt programmiert, das sind zum Beispiel auch Aliens oder so ein Mist. Das ist halt alles nur Geheimdienstverarschen mit moderner Technik. Ja, aber wie gesagt, so hat man halt dafür gesorgt, dass ich in der Kindheit keine Freunde finden konnte, damit ich dann halt isoliert bleibe für den Missbrauch, für diese Sex-Trafficking-Scheiße. Das hat man dann an der weiterführenden Schule auch fortgeführt, so hat man mich halt isoliert. Ich konnte das damals nicht erkennen, weil ich auch so traumatisiert war und traumatisiert wurde mit Schlafentzug, mit LSD ins Wasser, und damit ich diesen externen Einfluss halt nie erkennen konnte. So viel halt mal dazu für diejenigen Leute, die sich wundern, wie es jetzt so gekommen ist, dass ich halt so durch die Straßen laufe. Ja, Verein hat man auch damals schon gesorgt, dass ich da halt nicht reinkomme, dass ich keine Freunde finde und sowas. Einfach, dass man mich isoliert halt. So, solche Ärsche arbeiten bei den Geheimdiensten. Ja, das sind halt Pisse, Trinker und Kinderfresser. Was erwartest du von solchen kranken Leuten? Wie die mit Kindern umgehen. So. Auf jeden Fall, so ist es halt jetzt hier passiert. Jetzt bin ich halt hier alleine. Wie gesagt, ich konnte das halt nie erkennen, diesen externen Einfluss, weil ich auch programmiert war und unter Drogen war und das. Wenn man seine Programmierung dann einmal hat. So. Auf jeden Fall, ja, das ist alles ein riesiges Verbrechen. Und da kann man auch mal was abdrücken. Also mir hat man jetzt 21 Jahre gestohlen, beziehungsweise 18. Offiziell bin ich ja 18.
21 Jahre gestohlen, ist auch so eine Sache. Also 3 Jahre hat man mir auf jeden Fall immer gestohlen, wenn das rauskommt, dass ich wirklich 2000 geboren bin. Das heißt also, es sind 3 Jahre. Das muss man sich auch mal geben. Das sind 3 Jahre. Das heißt, ich wäre viel eher eingeschult worden, mit ganz anderen Leuten zusammengekommen auch. Hätte eher auch eine Firma gründen können, vor dieser ganzen Corona-Zeit irgendwie auch mal eigenes Geld machen können und so weiter. Dann wäre ein ganz, ganz anderes Leben, ganz anders verlaufen. Das heißt also, wir haben auf jeden Fall mein Leben gestohlen. Also 30 Milliarden kostet dich das, Herr Karl. So, der Punkt ist auf jeden Fall. So, wie gesagt, ich wäre allein schon Milliardär durch Bitcoin geworden. Aber ich wurde ja auch immer finanziell klein gehalten. Durch diese ganze Scheiße. Konnte ja nie investieren. So, auf jeden Fall. Also 30 Milliarden. Oh, also, da brauchen wir jetzt da keine ankommen mit euch niedrigen Summen da. Also im Millionenbereich akzeptiere ich auf jeden Fall sowieso schon mal nichts. So. Weil das geht gar nicht sowas. So, wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht aufs Geld aus, aber wie gesagt, der Punkt ist auf jeden Fall, es steht mir zu, dass ich jetzt ein Leben so leben kann, wie ich das möchte, und zwar mit allem, was ich möchte. Man muss auch immer bedenken, dass ich mir selber alles hätte aufbauen können und man mir das versaut hat im Milliardenbereich. Ich hätte schon mein Haus in Bahamas, ich hätte schon meinen Flugplatz, ich hätte schon mein Segelflugzeug. So, was soll die Scheiße? So. Und da komme ich auch nicht klar drauf. So, und jetzt, wie gesagt, nach all dem ganzen Scheiß, dass man mir nachdem mir meinen Körper zerstört hat, Kindheit zerstört hat, mir alles genommen hat, werde ich jetzt hier jahrelang noch als Zielscheibe genutzt. Also mir werden hier die Körperchips angemacht, Schulter, überall alles. Seit 5 Jahren durchgehend werde ich hier malträtiert und von irgendwelchen degenerierten autistischen Bollerköppen und Legasthenikern, die denken, die wären die Übermenschen. Dabei bin ich der einzige, der letzte verbliebene arische Übermensch auf dieser Welt hier. Vergewaltigt, gequält, mit Körperchips bearbeitet. Messungen sind ja auf dem Kanal, die Schulterchips, wie stark die imitieren. Na, wie gesagt, es gibt schon, das Militär hat Nanotech, was sich selber zusammenbaut, so in dem Körper. Das heißt, das kannst du initiieren und es baut sich an den gewissen Stellen dann halt auch zusammen. Sowas gibt's auch. So, das heißt, man muss da quasi gar nichts aufschneiden groß, sondern du initiierst das einfach und das baut sich an den gewissen Stellen halt zusammen. Na? Und fängt dann an zu imitieren oder halt dich offen zu machen für diese Mobilfunkfrequenzen. So. Habe ich in der Kindheit schon initiiert gekriegt, dieses Zeug. Irgendwas habe ich initiiert gekriegt, so. Naja. Der Punkt ist auf jeden Fall. Ja, es gibt auch so Impfstoffe, die einen anfällig für diese Mobilfunkfrequenzen machen, beziehungsweise deine DNA so verändern, dass du dann funkst. So, funky, funky. Ja, ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Der Punkt ist auf jeden Fall. Mir hat man meine Kindheit gestohlen, mein Leben gestohlen. Das kann man nie wieder gut machen, die Zeit kriege ich nie wieder. Als Dank dafür werde ich vergewaltigt, gequält jeden Tag. Mir werden die Schulterchips angemacht. Man hat mich so mit diesem ganzen Scheiß mehrfach in Psychiatrien, ich mag das Wort nicht, weil Psychiatrien sind Nazi-Todes- und Internierungs- und Todeslager, also hat mich mehrfach in Todeslager gefoltert, es gab mehrere Mordversuche auf mich. So. Es gab mehrere Mordversuche auf mich. Haha. Kann ich nochmal sagen, nochmal und nochmal, weil es so ist. Einmal so, einmal mehrere, also einmal hat man so versucht, mich in den Tod zu treiben, der mich halt so, mich so moduliert und gesteuert halt, also man kann auch künstlich Depressionen induzieren in diesen Körperchips, dass ich dann halt quasi, ja, wenn man dann sowieso alleine ist und alles verloren hat und dann auch die Geheimnisse auf einen eindreschen und das, also hat man versucht, dass ich mir mehrmals das Leben nehme und dann gab es auch direkte Anschläge auf mich und so ein Mist alles. So. Das ist auf jeden Fall mal so jetzt 30 Minuten, mal so ein kleiner Ausblick, was jetzt hier so gelaufen ist. Und es gibt noch tausende weitere Sachen. Ne? Schon allein der Fakt mit den Mordanschlägen, dass ich nochmal seit 3 Jahren tot wäre, im kontrollierten Attentat. Mich und so ein paar verkrüppelte Freimaurerkinder da in diesem Indoktrinationsbunker da, aber es war eine schöne Zeit in der Lösungsrealschule, da getötet hätte. Ja, soll ich sagen. Normal wäre ich hier schon seit 3 Jahren nicht mehr. Schon allein das ist für mich Grund genug zu sagen, ich lasse mich jetzt ganz bestimmt nicht noch Sextrafficken. Wie gesagt, ich habe erkannt, was sind meine Gedanken, was ist dieser externe Einfluss. Und was nicht. Ja.
Deswegen, und wenn man das eigentlich schon weiß, dann ist es vorbei. Also alle die Menschen, die irgendwelche Bilder im Kopf haben mit irgendwie schwarz drum, ist schwierig zu beschreiben, aber diejenigen, die es haben, die wissen, was gemeint ist, ist eine Einsendung von Geheimdienst. Das heißt also, irgendwelche Geheimdienstler machen sich einen Spaß da bei euch. Dann habt ihr auch wahrscheinlich Augenimplantate, Ohrenimplantate, nicht wahrscheinlich, ihr habt die dann. Und so kann man die Leute dann Sex trafficken und was weiß ich was. Und die Leute peilen das dann gar nicht. Ne? Ja, wie gesagt, ich habe das gepeilt. Ne? Also ich habe das dann, ich weiß gar nicht, wann ich das angefangen habe zu erkennen. Es gab auch eine Zeit lang, wo ich das nicht erkannt habe, aber trotzdem das irgendwie unterdrückt habe, weil ich einfach das nicht wollte. Wie gesagt, ich bin halt auch einfach, wie gesagt, und man kann diese Technologie für Sex-Trafficking nutzen und ja, für viele andere Sachen halt auch. Möglichkeiten so begrenzt. Du kannst dir Milliardäre ihre Aktien verkaufen lassen. Kannst, keine Ahnung, ich weiß es nicht, was du kannst so viel Mist machen. Und dieser ganzen Nanotech-Scheiß, wenn du das erstmal im Körper hast, ja, du kannst die Menschen im Prinzip schon jetzt teilweise fernsteuern. Und das macht man bei mir seit meinem dritten Lebensjahr. In der Hoffnung, mich zu Sextrafficken mit irgendwelchen Versagern, Autisten, Fortnite-spielenden Autisten, Volllosern und sonstigen Leuten. Ey, also, ich sag mal so, 90% war hier nichts. Also mir wollte man so viele Leute andrehen. Hier, weiß ich nicht. Wie gesagt, erstens habe ich asexuell. Ne, wie gesagt, also in dem Video soll es eigentlich nur um das Sextrafficking gehen, aber um das, damit die Leute verstehen, was ich unter Sextrafficking verstehe, beziehungsweise wie dieses moderne Sextrafficking aussieht, mit diesen Körperchips, muss ich erstmal die Geschichte erzählen. Ne? So. Puh. Naja, so. Auf jeden Fall, so. Man kann den Leuten schon Gedanken einsenden, da soweit ist der Geheimdienst schon 20 Jahre voraus und, ja, die Leute mit Körperchips malträtieren, stimulieren. Also wie gesagt, auf jeden Fall, mir hat man mein Leben gestohlen, meine Kindheit gestohlen. Ich werde jetzt hier malträtiert, einmal werde ich online getrollt von irgendwelchen Losern. Also mal ganz ehrlich, ey, auf was, ich weiß nicht, was das für Leute sind. Aber weiß ich nicht, das ist doch auch einfach nur hier Daumen runter unter aller Sau sowas. Also echt, das ist, habe ich keine Worte für. Auf jeden Fall, also auf mich hat man eingedrescht, mich hat man benutzt und ausgenutzt. Es wird immer noch seit Jahren, seit meiner Geburt eigentlich auf mich eingedrescht. Also man macht mich gleichzeitig fertig, aber gleichzeitig möchte man mich noch ausnutzen. So, und Herr Karl, und das läuft hier ganz sicher nicht. Das hättet ihr euch vorher überlegen müssen. Ihr hättet mich auch ohne diesen Nazi-Todeslager programmieren können. Das ging ja auch. Hat man ja auch bei der Casey O'Brien so gemacht. Ich weiß nicht, ob die natürlich in diesem Nazi-Todeslager war. Aber man kann die Leute ja auch ohne diese Scheiße programmieren. So, das war der Fehler. Mich hat man nicht irgendwie wegzusperren, egal wohin. Mich als arischen Übermenschen. Das kann man mit diesem Krepeljungen hier Finn Schärf machen. Hier Benny Behrens von diesen ganzen Freimaurer-Loser-Krüppelkinder, die eh nichts können. Die kannst du sogar da reinmachen. Tür zu, Tabletten rein, gut ist. Aber nicht mit mir. Als arischen Übermenschen. Ich habe das nicht verdient. Deswegen pisst mich so an, diese Systemverdrehung. Ich müsste eigentlich Geheimdienstchef sein und diese Nazi-Exterminierungsprogramme leiten. Und dieser ganze Dreck, der mich exterminieren will, den müsste ich exterminieren. So, und deswegen wird Zeit, dass das umgedreht wird. Da kämpfe ich auch für dieses System, dass diese Systemverdrehung aufgehoben wird. Das ist ja fürchterlich, ey. Ich bin hier der Übermensch. Ich bin der was kann, ja. Ohne jetzt angeben zu wollen, oder? Aber es ist einfach so. Wenn ich mir angucke, was da für ein Geheimnis arbeitet, wirklich, ich kenne ja auch die Leute teilweise. Autisten, Legastheniker, so Leute, die halt nichts können, talentfreie Leute. Die nimmt Herr Karl mit Kusshand so, weil man will diese Versager haben, die sich nicht anders zu helfen wissen. Weil die kann man dann noch, also die kann man schon abhängig machen vom Geheimdienst. Peng. Aber nicht mit mir. So einfach ist das. Ganz einfache Kiste. So, aber nicht mit mir. Ich bin mir zu schade, ey. Marmelade für diesen Job da. So, auf jeden Fall der Punkt ist, auf mich drescht man ein, also mich macht man fertig, mich hat man mehrfach versucht umzubringen. Ich darf jetzt wirklich mit wenig Geld leben. Also ich kriege kein Einkommen, ich kriege kein Hartz IV, ich lebe, wie gesagt, von YouTube-Spenden, da kommen vielleicht mal 20 Euro rein, alle drei Monate. Ich hatte auch schon mal eine größere Spende gehabt, aber der Punkt ist halt einfach, es reicht halt nicht zum Leben und vor allem ist es halt nicht konstant. Das heißt, man kann damit auch nicht planen oder sonst was oder dass ich da, geschweige denn, könnte ich mir irgendwie meine Miete bezahlen. So. Ne?
Ja, auf jeden Fall, der Punkt ist, der springende Punkt. Ihr habt hier so viel Scheiße abgezogen, also ich kann mich da nur wiederholen, also ihr an die Geheimdienste. Und ihr vor allem, ihr stoppt ja auch nicht. Es kam nie irgendwie so ein Stopp und Entschuldigung und hier, wir überweisen ihr Geld, wir bringen dich in eine Militärbasis, wir halten dich hoch, komm. Nee, gar nichts. Und das müsste eigentlich von euch kommen. Wenn ihr Part und Indigo. Ihr müsst auf mich zukommen, mir meine Entschädigung zahlen, meinen Körper heilen, dann können wir weiterreden. Vorher läuft hier nichts. So, auf jeden Fall traue ich, dass ich euch noch hinterherlaufen muss. Und meine Körperheilung mit Militärtechnologie, mit Nanotech. Also ich weiß, dass es das gibt, weil der Geheimdienst 20 Jahre voraus ist. Und wenn man diese negative Technologie hat, hat man auch diesen positiven Gegending. Es gibt übrigens auch für alle Krankheiten der Welt schon eine Antidote. Für alles eigentlich. So, auf jeden Fall, auch wenn man das öffentlich nicht zugibt. Man will halt nicht, dass die Leute gesund werden. Sollen ja alle sterben. So, auf jeden Fall, der Punkt ist auf jeden Fall. Das steht mir auch zu als Supersoldat. Ich will, dass meine Narben hier, die kann man weglasen. Die kann man ja eigentlich, es gibt ja jetzt auch schon Laser, mit denen man das machen könnte. Was hat das Militär dann? Die können das, dann gibt es schon so Gels und Krebs, das schmierst du drauf und dann ist gut. So, ist traurig, dass ich darum als kämpfen muss, als arischer Übermensch, ja? Herr Karl hat mir hier anzukommen, ja, mir die Füße zu küssen und sagen, ja, und er zu sagen, ja, es tut mir leid, Adrian. Wir zahlen hier unverzüglich deine 30 Milliarden Euro. Wir werden dich sofort hochheilen. Wir werden sofort alle Leute hinrichten. Das ist auf jeden Fall das, was ich erwarte. Wir werden sofort alle, und hätte er mal machen sollen. Oh, jetzt muss ich mich den Geheimdienst nämlich lahmlegen. Wir werden sofort alle Leute hinrichten, die du tot haben willst. Als arischer Übermensch, ja. So, ganz einfach. Ich kenne da nichts. So, wie gesagt, auf jeden Fall, auf mich drescht man hier nur ein. Hat auf mich nur eingedrescht. So. Ja. Nee. Also wie gesagt, ich sehe das nicht ein. Auf jeden Fall, man macht mich auf der einen Seite, worauf ich eigentlich nicht hinaus will. Man hat mir alles kaputt gemacht, alles genommen. Ich habe kein Geld für nichts mehr. So, also ich komme hier, also es pisst mich einfach nur noch an. Ja, und deswegen auch so eine hohe Entschädigung. Weil in dem Sinne raubt man mir jetzt ja auch wieder Zeit, die ich nicht so leben kann, wie ich leben will. Normalerweise hätte ich ja ohne den BND hätte ich ja schon meine Milliarden. Würde in meinem Haus auf den Bahamas leben und den ganzen Tag irgendwelche Computerspiele zocken. Ja, wahrscheinlich nicht. Würde ich auch in der Sonne sein. Aber der Punkt ist auf jeden Fall, ich kann wieder nicht so leben, wie ich will. Weil man mir wieder alles versaut hat. Gleichzeitig drescht man mich auch noch auf mich ein. Mit aller Gewalt hier. Auch mit allen Mitteln. Konventionell und non-konventionell. Boah. Bah. Nee, finde ich nicht gut, sowas. Und gleichzeitig trollt man mich auch noch im Internet. Zieht mich auf. Und von wegen, das ist doch scheiße sowas. Was soll das denn? Und will mich als geisteskrank darstellen. Also das muss man sich mal geben. Man möchte mich mit irgendwelchen Volllosern Sex trafficken, aber mir gleichzeitig einreden, ich wäre krank und soll mich auch noch medikamentös behandeln lassen. Also was denn jetzt nur? Hätte doch euch mal früher überlegen müssen. Also eins von beiden geht nur. So einfach ist das, aber hier nicht alles, ne? So. Also einfache Kiste, ne? Also was soll ich denn noch alles machen, lieber Herr Karl? Also ich soll Pillen nehmen, irgendwelche Neurotoxine, dann mit irgendwelchen Autisten rumpoppen und Schwänze lutschen, dass ihr noch schön Pornos machen könnt. Also und dann? Und was soll ich denn noch machen? Soll ich mir auch noch eine Niere rausschneiden hier und die verkaufen, dass ihr dann noch Geld mitmachen könnt oder was? Sag mal, habt ihr sie noch alle da? Naja, nee, also wie gesagt, das hättet ihr euch mal früher überlegen müssen. Entweder oder ihr habt euch entschieden, Nazi-Exterminierungslager, den arischen Übermenschen auf der Welt exterminieren und mit Neurotoxinen töten. Und dafür werde ich mich rächen und dafür gibt's jetzt hier auch Zampanova, bis so geht nicht mehr. So, hättet ihr euch früher überlegen müssen. Ihr hättet das doch einfach weglassen sollen und euch einfach nur auf die Prostitution konzentrieren sollen. Mir gleich mit vernünftigen Leuten kommen sollen. Also es kann ja nicht so schwer sein. Man hat sicherlich auch ein Profil von mir, was für Sachen ich mag. Was nicht, und da hätte man mir doch einfach mal passende Leute suchen können und nicht einfach nur, was ist hier gerade in der Umgebung, hier irgendwelche Polacken auftreiben und irgendwelche Legastheniker und sonst was, ey, also hallo, bloß weil ich Mischmasch bin, heißt das nicht, dass ich auch auf Mischmasch stehe oder auch irgendwelche scheiß Polacken, also hallo, ich bin arischer Übermensch und Pharao und Elite und Herrscherkaste, Kind der Sonne, ja,
ein bisschen was Besseres verdient hier. So, hallo. Wollte ich auch nochmal sagen. Nee, Polacken weiß ich nicht. Komisches Volk. Ist auch egal. Nichts gegen Polen, aber vieles ist ja auch klischeebehaftet. Ne? Aber trotzdem. Irgendwie weiß ich nicht. So. Ja, es ist auf jeden Fall zum Kotzen. Ne? Also auf der einen Seite macht man mich fertig, auf der anderen Seite, deswegen, ich möchte jetzt mal meinen normalen Zuschauern mal meine Situation hier vorstellen, wie lächerlich und dumm das ist und wie dumm die Geheimnisse sind. Also eins von beiden, entweder oder. Ihr habt euch für das oder entschieden, ihr wollt mich töten. Also man versucht mich immer noch umzubringen, indem man mich halt auch so moduliert mit den Frequenzen und all den ganzen Scheiß, also die ganze Palette hier. Und gleichzeitig, aber ach, wir lieben dich doch alle, Adrian. Weißt du, wir wollen doch eigentlich nur Sex mit dir haben. Hallo? Ja, was denn jetzt nun? Also ihr habt euch, das hätte man sich vorher überlegen müssen. Entweder Sex oder halt, wie gesagt, ich bin asexuell, aber trotzdem. Für euch Geheimdienst, fürs nächste Mal. Für die nächsten Leute, die ihr verarscht. Ja? Für die nächsten Leute, die ihr verarscht. Sucht euch eins aus. Entweder die Leute töten und dann bleibt auch dabei oder halt, aber lang wird das nicht mehr gehen, weil ich euer Kartell dicht mache. Oder halt Prostitution und das. Aber ihr könnt nicht hier beides haben. So einfach ist das. So, auf jeden Fall, ich lasse mich nicht verarschen, ich lasse mich nicht ausnutzen. Ihr habt so viel Schabernack getrieben. Wie gesagt, schiebt euch eure Dreckskinder auch sonst wohin. Wie gesagt, ich habe ein hohes Niveau. Also Leute, wie gesagt, die hier Fortnite spielen und Autismus haben, das ist nichts für mich. Das kann ich nicht gebrauchen. Als arischer Übermensch betone ich immer gerne wieder, weil es einfach so ist. Wenn ich diese degenerierten Fuzzis da beim Geheimdienst angucke, da muss ich einfach mal, das ist einfach so. So, gegen mich kommt keiner an. Wer würde das denn vor euch Wichser beim Geheimdienst ausleeren? 5 Jahre Körperchips, 17 Jahre Isolation, Isolationshaft, ferngehalten von Liebe, von Freunden, von allem. Das hält doch keiner aus von euch Versagern da. Diese Leute, die für den Geheimdienst arbeiten, die widern mich einfach nur an. Das sind nämlich so Leute, die haben wirklich nämlich nur die große Fresse, aber nichts dahinter. So sieht es nämlich aus. Das sind dann irgendwelche Autisten und Legastheniker und Versager. Und tagsüber sind das solche Leute, weiß ich nicht, keine Ahnung. So Fettis, so Versager halt. Und na, ich will jetzt nicht alle Fetten als Versager hinstellen, aber ihr wisst, was ich meine. Oder ich sag einfach mal so Versager, die sich halt sofort einpullern würden. Wenn sie irgendwie eine Ratte sehen oder irgendwie eine Motte oder irgendwas oder keine Ahnung. Und dann, wenn sie die Opfer dann foltern, die arischen Übermenschen. Boah, es gibt nur einen, mich, der letzte Verbliebene hier auf dieser Welt. Dann geht's dann ans Eingemachte, da lassen sie dann alles raus. Da wird dann einen Tag lang Scheiße gesabbelt und die Chips werden hochgedreht und sonstige Scheiße. Und was soll das denn? Und das läuft nicht mit mir. Eigentlich müsste es umgekehrt sein. Ich müsste derjenige sein, der die Chipping-Programme leitet. Ich müsste sagen, wer wird exterminiert. Nämlich, das wären dann nämlich die Geheimdienste mit ihren autistischen Versagerkindern, die nämlich nichts können. So muss das eigentlich sein. Aber gut, dafür kämpfe ich ja. So, und nicht umgekehrt hier. So läuft das nämlich schon mal gar nicht. So, auf jeden Fall der Punkt ist, ihr schuldet mir noch sehr viel für diese Scheiße. Und das wisst ihr auch. Und ihr glaubt doch jetzt nicht ernsthaft, nach all diesem ganzen Müll, was hier gelaufen ist, dass ich jetzt noch irgendwelche Schwänze lutsche, von irgendwie in irgendwelche Pisse trinke oder sonstige Scheiße mache. So, das wird dann durch meine Augenimplantate gefilmt oder sonst was. Und ihr macht euch da noch einen schönen Porno, macht nochmal extra Money und macht euch davon ein schönes Leben. Das läuft nicht. Ihr macht euch doch ohnehin schon ein schönes Leben. Von mir. Von den ganzen Pornos, von den ganzen Leid, von der Psychiat. Von diesem Nazi-Todeslager, wo er mich reingesperrt hat, mehrfach. Macht ihr euch ein schönes Leben.
Also man verdient hier an mir genug, hat an mir genug verdient. Man macht sich hier einen Spaß mit mir, ein Spiel. Und das und jetzt soll ich nochmal Schwänze lutschen, dass ihr nochmal euer Profit maximieren könnt. Und dann bringt man mich um oder was auch immer. So doof bin ich auch nicht. Ne? Und vor allem wofür? Ich möchte übrigens auch mal betonen, dass ich von dieser Welt nichts will. Also ich brauche eigentlich weder Macht noch Geld, aber mir steht natürlich eine Entschädigung zu. Also ich habe mehr als genug geschuftet. 18 Jahre werde ich gefoltert. 24/7. Also wir haben über 80 Arbeitsjahre. Oh, und ich kriege keine Rente, keine Pension, kein nichts. Also, ne? Also mich kann man schon mal entschädigen. Also mir steht ein Haus zu. Wie gesagt, ich will nicht mal eine Villa oder eine Burg oder ein Schloss. Ich will einfach nur ein Haus auf dem Bahamas oder Hawaii. Und da habe ich dann meinen PC, meinen Gaming-PC. Und da spiele ich dann Heroes and Generals den ganzen Tag. Oh, Jalousie runter. Schön verstecken vor der Sonne. Nein. Aber der Punkt ist halt einfach so, das steht mir zu. Ich habe genug geleistet, genug getan, genug Schwänze gelutscht. Als Dank hat man mir das Leben ruiniert und das läuft jetzt nicht. Und jetzt soll ich nochmal Schwänze lutschen. Also doof bin ich auch nicht. Ne? So, also das hätte man sich alles vorher überlegen müssen. Ihr wolltet mich umbringen, bitteschön. Aber euer Mikrodödel da beim Geheimdienst, der ist ja zu klein, als dass man sich das trauen würde, mich als arischen Übermenschen umzubringen. Ja, so. So einfach ist die ganze Geschichte hier. Schon allein dafür müsste man mich entschädigen, dass dieses autistische Legastheniker-Pack es wagt, sich an mir als arischen Übermenschen zu vergreifen, mich zu chippen, an mir Hand anzulegen, mich versuchen, zu meinen Kontrollen zu beherrschen. Das geht gar nicht, Alter. Ich bin Kind der Sonne, Pharao, Freimaurer. Nee, das letzte will ich nicht, aber ich bin Kind der Sonne. Ein Kind der Sonne. So viel mal dazu. Na, es pisst mich auf jeden Fall nur an. Ich hab's auch, eigentlich hat niemand es verdient, gequält zu werden, aber ich hab's auf jeden Fall ganz garantiert nicht verdient, gequält zu werden. Ich als Supersoldat, ne, Soldat will ich nicht sagen, ich bin Superkrieger, CIA, Superkrieger, weil Soldaten geben Befehle, Soldaten kriegen Befehle, führen das aus. Krieger sind General und Soldaten in einem. Die geben ihre Befehle selber und führen sie aus. So. CIA, Superkrieger hier, mach alle platt. So, ganz einfache Kiste hier. So sieht es nämlich aus. So, nicht anders. Ja. So. Ich wollte das nur mal alles von der Seele reden, weil es mich abfuckt. So, ich möchte eigentlich genau, was alle anderen auch wollen in meinem Alter. Ich möchte eigentlich nur Spaß haben. Das hat man mir versaut und versaut man mir. Ich möchte an der Konsole zocken. Das hat man mir versaut, versaut man mir. So, zum Beispiel, ich mach mal ein Beispiel jetzt. Mach mal ein Beispiel. Ich möchte momentan, habe ich richtig Bock auf Metal Gear Solid 4 an der PS3. So, ich habe keine PS3, ich habe kein Metal Gear Solid 4. Aber PS3 kann man sich eigentlich mittlerweile schon günstig gebraucht im Internet kaufen. Aber nicht mal dafür habe ich Geld, weil ich halt generell kein Geld habe. Und wenn ich Geld habe, muss ich das dann gleich wieder ausgeben für irgendwas anderes, für Flyer, für Messgeräte, für Schutz. Für Heilung, für Chlorella Spirulina zum Entgiften und so weiter. Für Umkehrosmosewasseranlagen und alles, um mich zu schützen. So, das ist alles so Sachen. Aber wenn man nicht viel Geld hat, ne? Ja, was man braucht, zahlt die Krankenkasse ja auch nicht. Sag denen mal, du brauchst das und das und das. So, weil die Geheimnisse mich auch schon so kaputt gemacht haben, was ich alles nehmen muss und muss. Ich habe auch ganz viele Tabletten weggeschmissen vor kurzem. Alles weg. Oh, weil... Macht einen auch nur kaputt, aber irgendwie so, aber ohne geht auch nicht. So. Na. Ah. Auf jeden Fall, das ist so eine Sache. Ich bin eigentlich ein bescheidener Mensch, ein Minimalist. Ich brauche nicht viel. Aber Minimum habe ich. Und das pisst mich an. Wie gesagt, jetzt, also ich werde schon die ganze Zeit von den Geheimdiensten beschwafelt. Ja, sei froh, dass du nicht in Afrika bist und das und dies und, ja gut, aber wir leben hier in einem westlichen Industrieland. Ihr lebt auch von mir und profitiert von mir. So, ich weiß, es geht uns allen besser als den Afrikanern, aber
Ja, die können ja hierher kommen. Wir nehmen die doch auch alle auf. So, also, was ist denn? Ist doch kein Thema. Ja, auf jeden Fall, der Punkt ist, der Punkt ist, ne, kein Mensch ist illegal, bin Hippie. So. Müssen sie sich halt ins Boot setzen, müssen sie halt hierher kommen. So, ganz einfach. Auf jeden Fall, der Punkt ist, ne, es ist auf jeden Fall schon traurig, was ich mitmachen musste und wie es mir gedankt wird. Na, wie gesagt, ich möchte gar nicht mal viel haben, aber nicht mal dieses nicht viel habe ich irgendwie. Das pisst mich an. Und dann muss ich mir angucken, wie sich irgendwelche Autisten sich daran aufgeilen, mich zu foltern, hier an mir Kohle verdienen bis zum geht nicht mehr. Und ich habe nicht mal irgendwie eine gar keine Flexibilität und kann entscheiden, was ich mache. Ich bin gezwungen, dank diesen BND-Ärschen mit meiner scheiß narzisstischen Erzeugerin zusammenzuleben. So, Hartz IV kriege ich nicht, zumindest nicht in eigener Wohnung, weil da wollen sie mir so Betreuer aufschwatzen. Da habe ich gesagt, so eine Scheiße gibt's. Ich bin kein Libili, kein Ballerkopf, kein Legastheniker, so wie diese Leute beim Geheimdienst, dass ich mich irgendwie selber managen könnte. Im Gegenteil, ich bin genau das Gegenteil von diesen Wichsern. War schon immer autark und unabhängig, hab einen hohen Freiheitsdrang, kann alles, weiß alles. Ist auch so. Weil durch diese Jahre Isolation, ohne angeben zu wollen, jetzt heißt es wieder, ja, du Grünschnabel, nee. Durch diese Jahre Isolation, durch diese, hier, hatte ich viel Zeit vorm Computer zu sitzen, mir alles durchzulesen, bei Google und YouTube-Videos zu gucken. Also, Klappe halt. So, ist ja, ja, also heißt Conrebi, musst du auch eingeben, Conrebi hier. Das muss man sich mal geben, was ich schon mit 12 Jahren geguckt habe. Conrebi, hier mit diesen Anschlägen, dass das alles Geheimdienstscheiße war. So was habe ich schon mit 12 Jahren geguckt. So. Ja, das ist halt einfach nur, wie nutzt man das Internet, ne? Muss man sich mal geben. Also das habe ich mit 12 Jahren geguckt. Und was habe ich noch mit 12 Jahren geguckt? Nee, Dr. Kessel und Horton noch nicht, aber die habe ich auch schon früh geguckt. Ich weiß gar nicht, ob ich bin über die 2015 gestolpert oder so. Oder 2014 vielleicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ach, ich habe auch kein Zeitgefühl, das ist es ja auch. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, kein Zeitgefühl. Deswegen, das kommt auch, wenn ich wirklich 21 bin, weil es fehlt einem immer so 3 Jahre, so, dann ist man auch irgendwie Baller und man weiß auch nicht eigentlich, ich lebe auch eher außerhalb der Zeit. So, auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall im frühen Alter und jungen Jahren schon hier Conrebi geguckt und alles Mögliche, so viel übrigens mal zu meinem Niveau und zu meiner Intelligenz. Also womit ich mich befasst habe und ich mich befasse. Und das, ja, deswegen, also ich habe viel Zeit gehabt, mich quasi schlau zu machen durch diese Isolation. Also irgendwie was Gutes hat es auch gehabt, aber trotz alledem war es halt scheiße. So, ne? Ganz einfach. Ja, wie gesagt, ich möchte nicht viel. Ich möchte eigentlich nur wie jeder andere Mensch auch in Frieden leben. Glücklich leben. Ohne Chip-Implantate, Augenimplantate leben. Das kann ja auch alles rausoperieren. Dafür muss das alles aufgeklärt werden, das ist gut. Es gibt ja auch schon Leute, die die Chips entfernt gekriegt haben. Es gab sogar mal einen Arzt in Amerika, der es entfernt hat. Der ist auch gestorben. So, also man kann das auch rausoperieren. Aber viele weigern sich auch dann. Und ja, auf jeden Fall der Punkt ist, es ist einfach nur Mist. Ja, also zum Beispiel, ich mach mal, wie gesagt, Beispiel ist, ah, alles Mist. Ja, aber das sind so Sachen, das sind so Sachen. Ja, weißt du, da, mach ein Video. Ja, zählt da mal weiter, Freundchen. Ha? Ja, das ist ja sauer. Tut mir leid, Entschuldigung. Wollte dich nicht beleidigen, ist da Dole.
alles Mist. Nee, also wie gesagt, das läuft hier gar nicht. Ich bin angefressen, ich bin angepisst, ich werde kämpfen bis zum Umfallen hier. Also ganz ehrlich, ich lasse mich nicht verarschen und nicht ausnutzen. Ganz ehrlich. Ja, also wie gesagt, zum Beispiel habe ich richtig Bock momentan Metal Gear Solid 4 zu spielen. Ich habe das noch nicht gespielt, in den ersten Teil habe ich auch noch nicht gespielt. Aber ansonsten habe ich alle gespielt. So, das ist zum Beispiel so eine Sache. So eine PS3 kostet nicht viel, also gebraucht, ne? Nicht mal sowas kann man sich leisten. Das ist echt traurig. Und dann sehe ich halt, wie gesagt, wie diese Versager vom Geheimdienst sich an mir so eine goldene Nase verdienen und sich wirklich ein schönes Leben auf meine Kosten machen. Das darf doch nicht wahr sein, ey, oder? Darf das wahr sein? Und dann will man, und das läuft nicht, Alter. Das läuft nicht. Ne? So. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ach, ja, im Himmel. Gott schützt uns alle, wa? Ja, auf jeden Fall, das ist echt schon traurig. Nicht mal das geht. Wie gesagt, ich möchte eigentlich gar nicht viel. Ich möchte einfach nur in Ruhe leben in meiner eigenen... Meinetwegen. Wisst ihr was? Ich sag euch übrigens mal was, wie ihr das hättet angehen müssen, ihr scheiß Geheimdienstler. Ihr hättet mich doch... Ich bin da sowieso gechippt. Ihr hättet mich doch trotzdem foltern können und Sex trafficken können. Aber ihr hättet mir noch nicht meine Ausbildung, meinen Ausbildung, Schulabschluss alles versauen müssen und meine eigene Wohnung. So, das ging ja trotzdem. Nee, und man hätte auf jeden Fall auch mal mehr mit dem Belohnungssystem arbeiten müssen. Damals gab es fürs Schwänzelutschen Lollis oder so zur Konditionierung, Programmierung, wenn man irgendwas richtig gemacht hat. Wie wär's denn jetzt mal mit 30 Milliarden und ein paar Hinrichtungen als Belohnung? So, und als Entschädigung gleichzeitig. Naja. So. Zum Beispiel. Projekt Monarch googeln, ich verlinke das alles hier. Viel verlange ich auf jeden Fall gar nicht. Wie gesagt, ich brauche keine Villa, ich brauche kein Schloss und nix. Ich würde mich zufrieden geben mit einem, also ein Haus brauche ich auf jeden Fall schon, weil ich bin ein großer Mensch, ich bin ein arischer Übermensch. Ich möchte mich entfalten können, also ich möchte nicht irgendwie wie in Shanghai in irgendeinem Wohnsilo leben, wo ich einfach nur da bin zum Kacken, zum Pissen und Hauptsache man hat irgendwann ein Dach über dem Kopf. Nee, also ich möchte schon so ein Haus haben. Es kann auch so ein Flachdachhaus sein, es kann auch nur so ein Stockwerkhaus sein, aber ein Haus für mich allein. Weiß nicht, wie viel Quadratmeter habe ich jetzt noch nicht im Kopf, keine Ahnung. Das wird mir auch gerade über Image to Skull eingeschickt, aber es ist eine gute Idee und deswegen werde ich das sagen. Das weiße Haus, aber so könnte, das würde ich auch schon akzeptieren. Sowas wie, warte mal, sowas, stopp. Weißes Haus. So sieht's aus. Applaus. Der Klapper Klaus wohnt im Weißen Haus. Ja, im Weißen Haus in Washington D.C. So, und solche Späße muss man sich am Laufen halten, sonst geht gar nichts mehr hier. So zum Beispiel so ein Haus, das wäre gar nicht schlecht. Nehmen wir das Graue mal oben weg. Ja, doch, und den Rest einfach hier, nehmen wir mal das Graue oben weg, einfach so flach, für mich alleine. Ja. Ja, wobei es sieht doch auch schon ein bisschen klein aus, ne? Aber doch, wenn man das doch nur mit dem da hinten zusammennimmt, ne? So, reicht mir. Für mich alleine. So, willst du mehr? Nee, ich brauche keine Villa oder sonst was. Wichtig ist einfach nur, das steht mir auch zu. Also wie gesagt, ich habe so viel geleistet. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das kann sich Normalo gar nicht vorstellen.
wie das ist, eigentlich gequält zu werden mit diesen Chip-Implantaten und alles. Die Leute können sich in mich einwählen quasi, können durch meine Augen gucken. Die Leute, die Zugang zu dieser Technik haben, also mein Privatleben ist quasi wie so ein Livestream und ich kann da gar nichts gegen machen. Deswegen habe ich auch irgendwann angefangen, auf YouTube das alles zu erzählen, diese Streams zu machen, weil ich sowieso keine Privatsphäre mehr habe. Also mir steht auf jeden Fall eine saftige Entschädigung zu und ein Haus für mich alleine. So. Da warte ich immer noch drauf, Herr Karl. Ich sag, wobei eure Häuser will ich nicht, wo Kinder gequält und gepoppt wurden, deswegen lieber 30 Milliarden und ich suche mir dann mein eigenes Haus aus. Also irgendwelche verfluchten Häuser, wo ich erstmal mit Weihrauch durchgehen müsste, dass da alles gereinigt ist. Und diese ganzen Kinderquälereien, das brauche ich auch nicht. Ne? Da habe ich nur noch Pech und dann, nee, möchte ich nicht. So. Das muss auch nicht sein, sowas, oder? Muss das sein? Nee, muss nicht sein. Aktuell habe ich übrigens als Budget nur noch 10 Euro in der Tasche. So. Und 32 Cent auf dem Konto, also 10,32. Also wie gesagt, so schnell wie das Geld kommt, ist es auch wieder leer, weil ich irgendwas kaufen muss. Ich habe mir zum Beispiel im Internet jetzt so Lithium bestellt. Ich kann das ja auch nochmal verlinken unten. Lithium-Orotat, das soll gegen alles helfen, gegen Stimmungsschwankungen und all sowas. So, sowas muss man sich bestellen, wenn man von den Geheimnissen vergiftet wird und all den ganzen Scheiß. So. Und was ich so sehe. Oder Chlorella Spirulina, und das kostet ja auch alles, ne? Diese ganzen Tabletten, die man sich dann immer kaufen muss und alles. Zahlt die Krankenkasse ja auch nicht. Ja. So einfach ist das. Ja, bring denen das mal bei. Ja, ich werde vom Geheimnis gequält, ich brauche da Chlorella Spirulina, ja. Ja, zeig ich auch nicht den Vogel dann, ne? So. Auf jeden Fall, was ich da schon drauf ging, kann ich auch nicht mitzählen. Deswegen, und das sehe ich auf jeden Fall nicht ein, aber selbst wenn ich das alles nicht ausgeben würde, habe ich trotzdem noch wenig Geld und große Sprünge, oder hätte ich trotzdem noch wenig Geld und große Sprünge, kann ich halt einfach nicht machen, so oder so nicht. Und das sehe ich nicht ein. Wie gesagt, also zumindestens, nehmen wir halt mit diesem Belohnungskonzept auch mehr haben müssen. Zumindestens so ein eigenes Haus, das würde mir jetzt schon mal zustehen für mich alleine. Wie gesagt, ich will alleine drin wohnen, ich brauche keine um mich rum, ich brauche meine Rückzugsorte. So, mehr will ich doch gar nicht. So. So. Arscher Übermensch. Nee, es ist wie mit einem Vogelkäfig. So, ihr Lieben, jetzt habe ich ein Beispiel. Es ist wie mit einem Vogelkäfig. Das ist wie mit einem Vogelkäfig, so. Das ist wie, wenn man so einen Papageien holt, also dieses Hausdrittel, dieses Horrorhausdrittel, vermietet von dem Milliardär Hereus, ja, heißt der, das mit diesen Goldbarren, ist ein schwerer Milliardär, irgendwelche Polacken kommen lassen oder irgendwelche Schwarzarbeiter, die irgendwie das Haus da gemacht haben, keine Ahnung. Siehst du mal, wie geizig die alle sind, scheiß Milliardäre, also, und Milliardäre sind alle im Freimaurerkriminalkartell. So, in diesem Hausdrittel, wo ich wohne, ist es wie mit so einem, wenn du so einen Papagei in so einem Wellensittichkäfig steckst, das ist eine Frechheit, sowas. So, und das hat man mit mir gemacht. Und schon alleine dafür, dass man mich in diesen Wellensittichkäfig da gesteckt hat, ne? In dem ich jetzt leben darf, mit einer narzisstischen Mutter noch zusammen und Chip-Implantat-Quälung. Das kann man nie wieder gut machen. Also, ich will mein eigenes Haus auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich ziehe euch alle, wie gesagt, vor Gericht. Jeden übrigens, der hier irgendwie mal gestalkt hat und alles. Hab ja auch viele prominente Gangstalker schon gehabt. Darunter auch YouTuber und. Aber auf jeden Fall. Ich werde euch alle vor Gericht ziehen und vor Gericht stellen, das schwöre ich euch. Schon alleine für den Fakt hier, dieses Zweischneidige, das geht mir so auf den Piss. Einerseits sagen, du bist krank oder mich als krank hinstellen und wollen, dass ich Pillen nehme. Andererseits soll ich noch Schwänze lutschen. Was soll ich noch alles machen? Und mit dieser Alten da zusammenleben da, in dieser Drecksputze oder was? Hallo? Nee, das läuft nicht. Erstmal kommt jetzt hier meine Zeit, meine goldene Zeit. Ich will mein Haus, ich will mein Geld, meine 30 Milliarden Entschädigung, dass ich jetzt mal endlich so leben kann, wie ich will. Nämlich, ich will nämlich zum Beispiel auch mal Segelflugzeug fliegen. So, meine eigenen Dings und das alles, das sind alles so Sachen. Also, ich wüsste schon, was ich machen würde, wenn ich das ganze Geld da hätte. So, der Punkt ist auf jeden Fall, mir steht es zu, so viel Geld zu haben, dass ich jetzt alles machen kann, was ich will. Dafür, dass man mir schon mein Leben bis jetzt gestohlen hat, Punkt aus. Da muss ich auch mit niemandem hier rumdiskutieren, weder auch von YouTube oder weder hier von 30 Milliarden mindestens, aller mindestens, so.
Das ist eine große Summe, wobei es sind eigentlich Peanuts für diese Milliardäre. Wie gesagt, ich hätte Weltpräsident werden können. Ich hätte, beziehungsweise sagt man mir jetzt auch über Image to Skull alles eingesendet, wie es wohl wäre. Ob das, wie gesagt, ob das stimmt, weiß ich, oder ob es auch nur ein Lockmittel war, aber ich gehe davon aus, dass es schon stimmt. Weil, ja, wie gesagt, was man hier alles an Präsidenten auch schon, die mich hier gestalkt haben. Also Alexander Vučić habe ich hier schon, beziehungsweise deren Double und Klone und weiß ich nicht was. Deswegen also gehe ich schon, oder Sajid Ayatollah Ali Khamenei, deswegen gehe ich schon davon aus, dass es in irgendeiner Art und Weise stimmt. Weil, also irgendwas hätte man mir schon geboten, was Mächtiges. Deswegen, ich habe das abgelehnt, ich will gar nichts. Ich will nur 30 Milliarden, da gebe ich mich damit zufrieden. Muss nicht irgendwo Präsident sein oder irgendwas. Bringt mir eh nichts, wenn ich gesteuert bin und alle anderen gesteuert sind und ich nur eine Marionette und ein Gesicht für die Schattenregierung bin. Also, was wollt ihr eigentlich? Wer ist hier der Bescheidene? Ich brauche keinen Präsidententitel, ich muss kein Weltpräsident sein. Ich möchte 30 Milliarden haben, ich möchte ein Haus auf Hawaii, ich möchte da ein bisschen Segelflugzeug fliegen, keine Ahnung, mehr ist doch gut. Meine Güte, kann doch nicht so schwer sein, Herr Karl. Ja? Ach, was weiß ich. Aber nicht sowas hier. Nee, also wie gesagt, ihr habt es euch auf jeden Fall versaut. Wirklich, also was ich alles für ein Leid mitmachen musste, wie schlimm das für mich war. Jetzt kriege ich gerade wieder Heul doch eingesprochen. Also wie gesagt, was soll die Scheiße? Und jetzt soll ich noch von irgendwelchen Versagern und Krüppeln und Autisten aus dem vierten Abfallcontainer irgendwelche Schwänze in den Mund nehmen? Glaubt ihr wohl selber nicht. Wie gesagt, fickt euch ins Knie, ich ziehe euch dafür für Gericht. Ihr werdet alle bluten. Ich werde mich vor eure Todesstrafe reinsetzen. Das ist sogar noch zu gut für euch alle. Kriege ich euch persönlich ins an die Strippe. Ich breche euch allen das Genick. Das schwöre ich euch. Weil das geht nicht sowas. Das geht echt nicht sowas. Ja, auf jeden Fall, das sind so Sachen. Es kann nicht sein, dass ich gar nichts habe und immer leer ausgehe und immer leer ausging. Jetzt wieder diese Heuldoch-Scheiße. Was soll das? Und das ging jahrelang so. Ne? Also jetzt, ihr habt euch verschissen mit mir. Hier läuft gar nichts mehr. Und danach auch nicht mehr. Aber wie gesagt, ihr kamt da. Und eigentlich wäre es eure Aufgabe gewesen, auf mich zuzukommen von den Geheimdiensten. Zu sagen, hier kriegst du jetzt 32 Milliarden Körperheilung, jetzt ist gut. Aber auch nicht passiert. Also jetzt mache ich euch fertig. Das wird hier ein Kampf auf Leben oder Tod. Sie wollten das so, Herr Karl, bitteschön. So oft. Ich habe E-Mails geschrieben ohne Ende. Einmal habe ich habe angefangen mit 500 Millionen damals, 2019 war das, habe ich geschrieben, hier so und so. Nicht mal eine Antwort, habe ich geschrieben, wenn ihr in 21 Tagen nicht antwortet, gilt die Forderung als akzeptiert, haben nicht geantwortet. Also haben es akzeptiert, 500 Millionen trotzdem nicht überwiesen. Ja gut, jetzt kam hier der Ali Khamenei, seine 500 Millionen. Aber das ist jetzt natürlich auch schon outdated, ne? Beziehungsweise, ob der mir 500 Millionen geboten hätte, weiß ich auch nicht. Aber wie gesagt, man arbeitet ja über Voice to Sky und dieses Image to Sky. Und sonst was. Ach, pisst mich alles an, wisst ihr was, ey. Und das läuft nicht. Also wie gesagt, man hätte das anders angehen müssen. Ich sag euch mal, wie ihr das jetzt hättet angehen müssen. Mit dieser Verschwulung. Wie gesagt, man versucht mich immer noch zu verschwulen. Ich sag mal so. Davon mal abgesehen, wie gesagt, ich werde das Video auch bald beenden und ich habe auch Schmachten. Ich glaube, ich kaufe mir auch irgendwas ein von den 10 Euro. Wobei, eigentlich wollte ich mir die aufsparen. Aber es ist auch alles scheiße, weil man depressiv wird. Siehst du, so geht das Geld dann auch wieder weg, weil man dann ja nichts anderes hat, außer spazieren gehen und Fressalien und... Ja, kurzzeitig habe ich auch mal geraucht, aber ich habe auch wieder mit aufgehört, aber alles scheiße. So. Aber was soll ich hier machen? Ich habe ja nichts anderes, außer Fressalien kaufen. Das ist auch alles Giftmüll, ganze Glucose, Fructose, scheiße. Normal müsste ich eigentlich Spezialnahrung kaufen, weil mein arischer, übermenschlicher Körper verträgt diesen ganzen Industriefraß da nicht. Es ist wirklich so, ich kriege da Scheißerei und alles. Aber mit wenig Geld kann ich auch nichts machen, ne? Naja, Krankenkasse zahlt das ja nicht, so was. Sag den mal, ja hier, ich habe einen arischen Menschen, übermenschlichen Körper, überall ist Glucose-Fructose-Sirup drin, die ganzen Sonderprodukte, kannst du ja alles nicht leisten. Ach, Pisse, alles echt, ey. So, auf jeden Fall.
Also. Tag der Abrechnung hier, Tag X auf jeden Fall. Der rückt näher und er kommt, das weiß ich, das wissen die Geheimdienste. Irgendwann dann, ihr sagt, ich schwöre, ich mache euch alle platt. Jeden, der hier irgendwie mal gestalkt hat von euch kleinen Wichsern da. Immer ganz ehrlich, ey, was sind denn das für Loser, die für Geld andere Leute, das müssen Loser sein. Wer stalkt denn für Geld andere Leute oder irgendwas, ey. Können ja nur Vollversager sein, ey. Ist auch schon ein bisschen Leute im Kopf, weil die wissen auch schon, wer angesprochen ist, ne? So, meine Güte, ey. Nee. Wie gesagt, warum mache ich das Video jetzt hier? Ganz einfache Kiste. Weil ich ein arischer Übermensch bin und das einmal diese Behandlung nicht verdient habe. Auf jeden Fall. Also es kommt so viel zusammen, so viel Hass, so viel Pisse. Wegen euch und wegen dieser ganzen Folter, wegen dieser Chip-Implantat-Folter. Und weil man mich so besabbelt hat. Ja, Holder und das und alles. Und so gefoltert hat. Wie gesagt, dann zum Schluss endlich hat das dazu geführt, dass ich als arischer Übermensch da in dieser, kannst du auch schon sagen, Anstalt mit dieser scheiß Karin Beins, diese scheiß Narzisstenfotze, ich hätte die so zusammenklatschen können und Arthur Stäbloff da in diesem Berufsvorbereitung der Farbtechnik gewesen bin und da irgendwelche Mandalas ausmalen konnte und Sachen machen konnte, was ich seit der ersten Klasse kann. Das ist auch so eine Sache und das macht einen auch depressiv. Also nur Leid und Elend und das wissen die Geheimnisse auch. Also mir hat man die Existenz zerstört, zerstört mich jetzt und aber gleichzeitig will man nicht so Sextraffing, das läuft nicht. Fickt euch ins Knie, ihr kriegt eure Strafe, das hätte man sich vorher überlegen müssen. So läuft das hier nicht, ganz sicher nicht. So. Und ich sage euch mal eins hier. Davon mal ab. Und wir lassen mal alles ausblenden. Wenn wir das mal alles ausblenden. Ne? Ganz ehrlich, jetzt an diese ganzen Geheimdienstversager da. Wie stellt ihr euch dann das vor, das Ganze hier? Ganz schön trockenen Mund und Bass und alles. Wie stellt ihr euch das Ganze denn jetzt vor? Meint ihr wirklich, jetzt bettle ich noch Leute um Sex an, egal wen, und sage, oh hier, ich liebe dich, kann ich dir den Schwanz lutschen oder sonst was? Wohl im Leben wohl nicht, oder? Eher nicht. Also wie gesagt, übrigens nur von Bilder einschicken. Image to Skull, das ist das mit diesem schwarzen Hintergrund, wie gesagt nochmal. Irgendwelche Bilder einsenden und den Pimmel stimulieren, mir irgendwas faseln. Ja, Person XY liebt dich. Selbst wenn ich mal alles ausblenden würde, was jetzt passiert ist. Meint ihr, das alleine reicht, um mich irgendwie in irgendwelche Beziehungen reinzudrücken? Irgendeine Scheiße? Wohl eher nicht, oder? Also wie gesagt, wer wirklich was von mir will, das sage ich nochmal. Wie gesagt, ich werde mich auf nichts einlassen, ich habe auch keinen Bock mehr, aber es allgemein mal für alle. Wer wirklich was von mir will, der kann sich bei mir melden. Ich bin über E-Mail zu erreichen, ich bin über Telefon zu erreichen, 24/7. Aber ich bin über Telefon zu erreichen, bin über E-Mail zu erreichen, bin über YouTube zu erreichen. Also es gibt tausende Möglichkeiten, mich zu erreichen irgendwie. Ich bin hier in Einbeck zu erreichen, also ich spaziere irgendwie fast den ganzen Tag. Vielleicht läuft er mir hier über den Weg, was weiß ich denn, ne? Auf jeden Fall tausende Möglichkeiten, sich mit mir irgendwie für Kontakt zu setzen. Wer wirklich was von mir will, der setzt sich auch mehrfach mit mir in Verbindung oder über mehrere Möglichkeiten in Verbindung oder besucht mich auch mal hier oder sonst was. Keine Ahnung. Oder unterstützt mich auch finanziell und sagt, hier, die haben sie alles zerstört hier, du kriegst jetzt mal 3000 Euro, bezahl dir da eine Beratung von, einen Anwalt von, sag dem das, Beweise, Chipmessung, zeig dem das, was weiß ich was. Ne? Hier, oder du kannst erstmal bei mir wohnen, solange bis du deine eigene Wohnung hast oder sonst was. Das ist richtige Hilfe und das ist auch das, was ich gebrauchen kann oder könnte jetzt im Moment. Wobei, wie gesagt, ich habe vor, auch zu Sean Ross nach Frankreich zu trampen. Was anderes bleibt mir hier auch gar nicht mehr. Der Punkt ist auf jeden Fall, mich frisst das hier alles an. Also für diejenigen, die nicht kennen, das ist der Typ von der Pharaonen-Show. Auf YouTube mit dem Kanal Central Intelligence Agency vertreten, aber mit dem Logo Kokain Import Agency. So. 30.000 Abonnenten hat der. Der Punkt ist auf jeden Fall, allgemein für jeden, wer wirklich was von mir will, der kann sich bei mir melden oder kann sich auch mehrfach bei mir melden. Und aber ich laufe den Leuten nicht hinterher. Das habe ich auch jahrelang gemacht und das ist mir auch irgendwann auch mal zu doof. Das habe ich in der Kindheit gemacht. Und deswegen irgendwann
Was? Ja, auf jeden Fall. Nee, es ist. Auf jeden Fall, also wie gesagt, das läuft nicht. Also, das könnt ihr nicht erwarten. Also, so doof bin ich auch nicht, ganz ehrlich. Jeder, wer wirklich Interesse irgendwie in irgendeiner Art und Weise an mir hat, der kann sich bei mir melden. Allgemein, für jeden gilt das jetzt. Da kann ich mich auch nur wiederholen. Wie gesagt, ob ich da das annehme, das ist dann die andere Sache. Wie gesagt, weil ich will mit den Leuten nichts mehr zu tun haben. Auch, ich habe auch keinen Bock mehr auf die ganzen Leute. Auf Geheimdienste sowieso nicht. Und auf deren Agenten und alle. Und auf, oh. Auf jeden Fall. Und nach all dem, was hier gelaufen ist, sowieso nicht mehr. Und wie gesagt, davon habe ich sowieso asexuell. Also von daher. Aber ich sage, das ist ja nun mal allgemein. So, einfach nur mal das mal in den Raum zu stellen, damit die Leute mal. Also, aber ich sage, auf so eine Scheiße, das so funktioniert das nicht. Also, so funktionieren Beziehungen auch nicht. Aber das verstehen die Geheimdienste ja nicht, aber deswegen sage ich das ja jetzt. So. So viel auf jeden Fall mal dazu. Von Bilder einschicken und Pimmel stimulieren und sagen, Person XY liebt dich. Und die tauchen dann hier mal als Gangstalker auf oder fahren dann mal hier und auf. Also psychopathisch und kaputt sind die Geheimdienste. Ja, zum Beispiel laufen mir dann Leute hier entgegen. Das ist auch schon tausendmal passiert, deswegen zieht es auch nicht mehr. Und dann heißt es, dann kriege ich über Voice to Sky ja hier, der liebt dich oder Person XY liebt dich. Dann wird mir der Pimmel stimuliert. Dann wird man flasht man mir das Ganze nochmal über Image to Sky den ganzen Tag ein. Ja, und jetzt meint ihr, so kann man eine Beziehung initiieren oder was? Also im Leben nicht, oder? Also da muss das, so funktioniert das nicht. Und vor allem laufe ich den Leuten jetzt, egal wem, jetzt auch nicht hinterher und frage auch noch, ob ich da Sex haben kann oder irgendwas. Also hallo. Aber so bescheuert bin ich auch nicht. Das hätte man sich vorher überlegen müssen. Wenn hätte man das übrigens so machen müssen, dass man dieses Trauma ohne, wie gesagt, ohne dieses Nazi-Todeslager durchführt in meiner Kindheit mit LSD und das, man hätte mich auch anders programmieren können und halt dieses ganze Leid und Leben zerstören weglässt und quasi einfach nur diese Gedankenübertragung halt einfach nur für die Prostitution, also mich hätte man nur für die Prostitution ausnutzen müssen, hätte es wahrscheinlich geklappt, wahrscheinlich auch nicht, weil ich ein arischer Übermensch bin, aber die Chance wäre höher gewesen. Und man hätte, wie gesagt, wieder vor allem aber auch gleich mit vernünftigen Leuten kommen müssen. Nicht mit irgendwelchen Versagern und irgendwelchen Autisten, mit irgendwelchen Legasthenikern, mit irgendwelchen Leuten mit irgendwelchen Gendefekten oder irgendwas. Oder mit Leuten alles zusammen. Will jetzt nicht so von oben herab sein, aber es ist ja so. Also diese Geheimdienste mit ihren Versagerkindern sind einfach nur wirklich das Letzte und der letzte Dreck. Und es ist wirklich so. Es ist einfach nur schlimm. Es ist einfach nur schlimm, schlimm, schlimm. Ganz einfache Kiste. Und im Gegensatz zu diesem Dreck bin ich halt einfach ein arischer Übermensch und einfach besser als dieser Dreck. Und das ist einfach so. Und das wissen die Geheimdienstler, das wissen die Kinder von den Geheimdienstlern, das weiß ich, das wissen alle. Brauchen auch kein Geheimnis drum machen, ne? Ganz einfach. So. Hallo. Also bei euch piept's, also ganz ehrlich. Bei euch Geheimdienstlerchen. Warum mache ich diese Videos? Ganz einfach. Weil diese Stimulation, diese Prostitution bis heute anhält. Also man versucht mich jetzt immer noch nach all dem Scheiß, was hier gelaufen ist, noch auszunutzen für Sex und das läuft nicht. Also so doof bin ich nun auch nicht. Ich lutsch keine Schwänze von niemandem, das sage ich nochmal. Schon gar nicht von irgendwelchen Versagern und Autisten und Vollversagern. Und wie gesagt, schwul bin ich auch nicht, aber weil man ja versucht, mich so in diese Richtung zu drücken. Aber wie gesagt, das funktioniert nicht. Vor allem wofür? Nochmal wofür? Wie gesagt, und warum sollte ich mich überhaupt auf diesen ganzen Mist einlassen? Wie gesagt, ich brauche keine Revolution oder einen Präsidententitel oder irgendwie Macht in diesem Kartell. Mein Ziel ist es, dieses Freimaurer-Versager-Kriminalkartell mit diesen ganzen Autisten-Legasthenikern kaputt zu machen, zu zerquetschen und diese ganzen Wichser, also euch alle da, endlich kaputt zu machen. Also ich brauche von euch nichts. Ich brauche kein bedrucktes Papier, nicht zwingend. Aber als Entschädigung steht es mir halt schon zu, dass ich mein endlich leben kann, wie ich will, dass ich da von dieser narzisstischen Alten wegkomme, ey. Weiß ich nicht, was Tino Lachstädter da gezeugt hat, keine Ahnung, ich weiß es nicht. War ein riesiger Fehler. War auch nur verunfallt, hat mir auch Heike Lachstädter gesagt. Tja. Ja, Riesenunfall, hat zu mir geführt. Tja, schade drum, ey. Es ist. Ja, jetzt muss ich hier leiden. Da sieht man mal, wo Sex hinführt. Das alles kommt alles vom Teufel, vom Satan.
So einfach ist das, ey. Pisst mich alles an. Auf jeden Fall, das kann nicht wahr sein, alles hier, ey. Es kann nicht wahr sein. Ja. Ach Mann. Weißt du was, ey? Er sagt, es könnte so einfach hier übrigens alles gestoppt werden, wenn die Leute erstmal begreifen würden. Aber das ist Deutschland, das ist ein Drecksland, das ist ein Egoistland. Das denkt jeder nur an sich. Wie gesagt, ich habe 1000 Zuschauer. Wenn jeder mal 10 Euro spenden würde oder so, ne? Wie gesagt, ich brauche auf jeden Fall größere Geldsummen. Ich kann es auch nicht ändern. Anwälte sind teuer, Beratungskosten, dies, das. Oder alternativ, ich bräuchte auf jeden Fall mal eine große Geldsumme, 2.000, 3.000 Euro. Oder alternativ, also jetzt mit dem Autofokus los hier. Ja. Oder alternativ, ein Anwalt, der mich halt kostenlos, Rechtsanwalt, der mich halt kostenlos berät und auch unterstützt. Das kann ja auch machen, dass er sagt, hier Adrian, du bist so ein arischer Übermensch. Und für arische Übermenschen gibt es auch mal kostenlose Leistungen. Und wenn du deine Entschädigung hast, dann bezahlst du mich halt. So, wie gesagt, die Entschädigung, die ich mir einklagen will vom BND, sind 30 Milliarden. Inwiefern das Erfolg hat, keine Ahnung. Aber der Punkt ist auf jeden Fall, es wäre eine hohe Entschädigung. Und da würde ich Ihnen als Rechtsanwalt, wenn Sie mich unterstützen wollen, dass Sie sehen, auch natürlich was abgeben dann, ne? So. Ne? Ja. Also, Sie wären dann auch reich, wenn das irgendein Rechtsanwalt hier sieht, der mich unterstützen will. Also ich wäre reich, Milliardär, Sie wären auch Milliardär, wenn ich 30 Milliarden kriege. So. Kann ich Ihnen mindestens 1 Milliarde abgeben. Mir so was von egal. Hauptsache irgendwie, es ist halt... Der Punkt ist auf jeden Fall oder das. Ich brauche auf jeden Fall entweder Geld für einen Anwalt oder einen Anwalt, der es kostenlos macht. Der Entschädigung, der für mich diese Klage, das alles fertig macht. Das ganze Paragraphen im Seerecht, Dingens, Gebummens da. So, 30 Milliarden will ich haben vom BND. Ich möchte sowohl den BND verklagen. Also wie gesagt, das ist das. Es könnte mir auf jeden Fall, worauf ich hinaus, es könnte mir so einfach geholfen werden. Ich möchte sowohl den BND verklagen, als auch Herr Karl persönlich verklagen. Also die Firma Bundesnachrichtendienst, aber die kann ja nur begrenzt haftbar gemacht werden. Deswegen auch Herr Karl persönlich als leitender Obernazi. So, weil ich mehrfach den BND kontaktiert habe. Das kann man dann auch in meiner Klage erwähnen. Und dieses Folterprogramm nicht gestoppt wurde, ich nicht entschädigt wurde, Chips nicht rausoperiert wurden, gar nichts. So. Was auch gut so ist, weil man das dann in Beweisen dann verwenden kann. Wie gesagt, die Messungen habe ich hier. Wenn man die dann irgendwann rausoperiert, wäre das auch nicht schlecht. Der Punkt ist auf jeden Fall, könnte man auch mal am besten live hier in einer Gerichtsverhandlung machen oder was weiß ich. Auf jeden Fall, der Punkt ist, wo will ich hinaus? Eins von beiden brauche ich irgendwie. Entweder einen Anwalt, der es kostenlos macht, oder Leute, die mich unterstützen, dass ich einen Anwalt bezahlen kann. Aber kostenlos wäre natürlich schon besser. Und wenn das dann erstmal durch ist, aber dann musst du auch erstmal einen Anwalt finden, der sich einlässt. Ja, die verstehen das selber nicht, dass sie selber auch schon gechippt sind und auch weggeschmissen werden, wenn die nicht mehr gebraucht werden. Die Eliten wollen 90% von uns loswerden, aber mir soll es egal sein. Ich könnte auf jeden Fall alles zu Fall bringen, wenn ich mal irgendwie einen Anwalt finden würde, der mich mal irgendwie unterstützen würde, kostenlos oder sonst was, und die Klage einfach für mich machen würde. Wie gesagt, ich habe mich hier schon mit dem Herr Axel, irgendein Axel war das hier, Axel aus Einbeck hier in Verbindung gesetzt. Wie gesagt, ich brauche auch einen Rechtsanwalt für dieses gewisse Recht. Da mit Familienrecht, da kann ich nichts anfangen. Das ist alles zum Kotzen, ey. So, auf jeden Fall, wie gesagt, vielleicht gibt es ja irgendeinen Anwalt, einen seriösen, der sich hier bei mir vorstellt, das Video vielleicht sieht durchs Teilen oder irgendwie. Oder vielleicht kennt irgendwer jemanden, der einen Anwalt hat für mich kostenlos. Auf jeden Fall, wenn ich dann erstmal damit Erfolg hätte, mit der Klage, ey, das würde so viele Leute mitreißen, das würde hier alles zusammenbrechen, das ganze System. Das peilen die Leute auch nicht. Ganz Deutschland wäre befreit, ich wäre befreit. Na, alles für 3.000 Euro. Weil ich nämlich ein Mind-Control-Opfer bin mit diesen mächtigen Connections zum Vatikan und alles. Und das geht dann halt früher oder später da hoch.
Und es gibt übrigens auch noch diese Illuminati. Die sind nie untergegangen. So, man kann dafür 200.000 Euro beitreten. Ne, bloß weil irgendwas verboten ist. Gerade Verbot zieht ja auch an und macht meistens die Sachen nur noch stärker. Ne, also verbieten bringt gar nichts. Man muss halt aufklären. Ne? So. So einfach ist das. Also glaubt man ja nicht, dass dieser Orden da untergegangen ist. Ne? Im Gegenteil. Den gibt es heute auch noch. Jeder kann sich da einkaufen für 200.000. So. Kann seine Kinder da für Sex-Trafficking anbieten. Muss man sich auch mal geben. 200.000 Euro bezahlen, um seine Kinder in so Sex-Trafficking, MK-Ultra-Programme, Pissetrinker-Programme reinzustecken. Also was weiß ich. Also was ein bekloppter Verein. Auf jeden Fall, der Punkt ist, das gibt es alles übrigens auch noch. Jetzt lacht nicht, es ist wirklich so. Also. So, und ich komme von so einer Illuminati-Freimaurer-Satanisten-Familie. Ich habe hier schon einen Präsidenten bei mir oder deren Double hier sitzen gehabt. Es ist eigentlich ganz einfach. Es gibt halt eine Parallelgesellschaft aus Freimaurern, aus Satanisten, aus Pissetrinkern, aus diesem Kinderficker-Kartell, was sich aktuell die Macht an sich gerissen hat. Und deswegen, es ist alles das gleiche Kartell. Alle Präsidenten machen irgendwie mit. Das ist alles ein riesiges Spiel hier. Und es gibt halt Leute, also es sind dann halt die Illuminaten und dann halt vorher kommen dann noch hier CIA und sowas. Es gibt halt, aber auch in diesem Kartell halt Levels und Positionen. Und es gibt halt die Freimaurer, das sind so kleine Befehlsausführende. Dann gibt es auch die Templer, die noch ein bisschen höher sind. Dann ganz oben kommen dann halt die Illuminati und der Vatikan und die Rothschilds. So. Und die leiten hier quasi eigentlich dieses ganze Spiel und dieses ganze Programm und dieses ganze Gebimsel. Also die sind quasi die Spitze der Krone. Das habe ich auf meiner Webseite. Darüber kommt halt Lucifer und der Gnostizismus. So, auf meiner Webseite www.adrianmilosevic.com. adrianmilosevic.weebly.com, da ist das. So, auf jeden Fall, wenn man mich mal unterstützen würde. Ich bin nämlich eigentlich einer von denen, der on the top hätte sein können, aber ich habe es alles abgelehnt, deswegen machen sie mich kaputt. Aber wenn man mich jetzt mal unterstützen würde, ich könnte dieses ganze Pyramidensystem, was darunter ist, alles mitreißen, alles wegfetzen. So, aber das begreifen die Leute nicht. So. Ich frage mich manchmal, wofür mache ich das hier eigentlich? Wie gesagt, guckt euch dieses Pyramidenbild an, was ich gepostet habe auf meiner Webseite. So. Ja, so einfach könnte es übrigens sein, möchte ich nur mal sagen. 3.000 Euro für die Befreiung Deutschlands und der ganzen Welt oder fast der ganzen Welt. Das ist keine Psychose oder so, wie gesagt, ich habe ja gerade was gesagt. Es gibt ein Kriminalkartell, besteht aus Freimaurern, wie gesagt, die Kontrollakte ist. Die haben halt alles, die Macht, das Geld. Und es gibt halt, aber die nutzen halt Kontrollakten, also Kinder fressen, Kinder anpinkeln, so halt, das ist halt die Kontrollakte, dass halt keiner darüber spricht, weil die halt alle wissen würden, dann würde es lange in den Knast gehen oder Todesstrafen. So und so operieren die halt. Und je weiter man halt hochkommt, umso kränker wird das Ganze und abgespaceder. Ohne deswegen. Und dadurch, dass es halt so. Und dann gibt es halt auch noch die Psychopathen, die sich halt alle hochgearbeitet und hochgewurschtelt haben. Und deswegen ist das jetzt auch alles so krank. Ja. So. Und diese Satanisten und Pissetrinker gestalten halt jetzt aktuell die Weltpolitik. Weil die halt keiner gestoppt hat oder es geschafft hat zu stoppen. In tausenden Jahren. Oder hunderten Jahren. Oh. Aber ich habe mir ja gesagt, das muss jetzt mal aufhören, alles hier. Wollte ich auf jeden Fall mal sagen, so einfach ist das. Millionen Menschen hier. 1000 Zuschauer habe ich. Alles, was ich brauche, sind 3000 Euro und oder einen anständigen Anwalt. Und dann könnte ich hier alles zum Platzen bringen. So einfach wäre das Ganze, ne? Geil, ne? Deswegen wollen sie mich auch so unterdrücken. Mir werden die Kanäle gelöscht, ich werde kaputt gemacht. Weil ich nämlich doch wichtiger bin, als ich das will und als... Es ist aber so, leider. Ja, Mann, ey. Ich hätte auch lieber
ein ganz einfaches 0815 Arbeiterleben gehabt. Das ist alles, was ich wollte. 0815 Arbeiterleben. Ich wollte nie herrschen oder Macht oder Geld oder sonst was. Ich möchte meine Kindheit wieder und ich wollte normales 0815 Arbeiterleben. So. Naja, so. Es ist auf jeden Fall ein krankes System und das muss endlich gestoppt werden. Deswegen sage ich ja auch alles, wie es hier ist. Habe alles, was man mir angeboten hat, ausgeschlagen. Wie gesagt, selbst wenn ich es wollte und machgeil werden wollte, das möchte ich euch geheimnis auch mal verklickern. Durch diese ganze Scheiße, durch dieses ganze Lügen und Betrügen und diese ganze Wichse, dadurch, dass man mich halt so angelogen hat, weiß ich halt auch nicht mehr, was soll ich noch glauben. Und ich kann mich halt so oder so nicht auf Lügner und Narzissten und Soziopathen einlassen. Also von daher ist es so oder so gestorben. Mir bleibt also auch nur der Kampf. Selbst wenn ich einklicken wollen würde und sagen wollen würde, ja, so und so, ich kann mich auf solche Leute so oder so nicht einlassen, also mir bleibt ja nur noch der Kampf. Ihr hättet das anders angehen müssen, so ganz einfach. So. Und was soll ich da irgendwie? Brauche ich nicht. Brauche von dieser Welt nichts. Ich möchte uns nur alle befreien, mich befreien und die Welt von diesem Kartell befreien. Ich habe die Macht. Wie gesagt, 3000 Euro und Anstiege Anwalt, das Ding wäre gegessen hier. So, wie gesagt, also ich habe hier schon Präsidenten sitzen gehabt auf der Parkbank, die dann mal, oder beziehungsweise der Körperdubel, weiß ich nicht, aber trotzdem schön, wie viel Aufmerksamkeit man hier hat. Also die mich auch schon gestalkt haben, also quasi als Gangstalker hier waren. Also, ja, so viel also zu meiner Macht, die ich habe. Beziehungsweise oder zu viel Macht, die man mir gibt. Keine Ahnung, wisst ihr, was ich meine. Also wie gesagt, ich habe hier schon, Qasem Soleimani ist hier schon rumgefahren. Sajid Ayatollah saß hier schon auf der Bank in der Stadt. Da war so verregnet, ich hatte das Handy nicht dabei. Da dachte ich, huch. Also, aber ich war auch so traumatisiert und auch wieder unter Drogen, LSD, was die mir Wasser gemacht haben. Aber es war der Sajid, das war, glaube ich. Keine Ahnung, aber also, beziehungsweise ich kann halt nicht sagen, ob es ein Double war. Das kann ich nicht sagen, aber... Auf jeden Fall trotzdem schon schön, wie viel Aufmerksamkeit gemacht. So viel mal dazu. Ich habe hier YouTuber schon gehabt, Pete Smeet, Alexi Bexi, die mir irgendwie mal zufällig hier über den Weg gelaufen sind. Ne? Marlene Lufen vom Frühstücksfernsehen. Und warum geht das? Ich sag euch warum. Ganz einfach, weil alle Persönlichkeiten, berühmten Persönlichkeiten MK Ultra sind, beziehungsweise oder halt in diesen Kriminalgesellschaften. Und wie gesagt, es gibt da halt auch eine Hierarchie. Auch in diesen Kriminalgesellschaften und in den... es gibt halt wie in der Gesellschaft auch halt auch... Es gibt halt eine Parallelgesellschaft, bestehend aus Templern, Freimaurern, Rosenkreuzern, Jesuiten, Pissetrinkern, Illuminaten und so weiter. Aber auch da gibt es eine Hierarchie. Und es gibt quasi Befehlsausführende, wie in dieser Gesellschaft hier auch. Und es gibt halt auch quasi die Leute, die on the top sind. Das sind die Illuminati. So. Und das ist hier nicht irgendwie Conspiracy, deswegen wollen die das ja auch alles so lächerlich machen, dass niemand das glaubt, damit die dann halt weiter ihre Scheiße durchziehen können. Und ihr seht ja auch, es hat alles Erfolg. Ne? Und dann kam am 20.12.2000 oder 2002 mit drei Fragezeichen der erste Übermensch auf der Welt, den es gab, den es hier gegeben hat, der sich gesagt hat, es muss alles ein Ende finden. Ja. So. Und dafür kämpfe ich auch. Zeit, das alles einzustellen. Wow. Exoskelett. Also ein Exoskelett ist geil. Das hat das Militär auch schon. Habe ich aber auch noch nie. Ja, die sind 20 Jahre voraus. Habe ich, also wie gesagt, ich habe da auch keinen Zugang zu dieser Technologie, weil ich ja nicht mitmache. Ich will keine Kinder fressen und anpinkeln oder irgendwas. Ich will dieser Freimaurer, Satanisten, Illuminati-Kacke nichts zu tun haben. So, deswegen machen sie mich genauso fertig und genauso tot. Aber mir soll es egal sein, ich bin lieber tot.
als irgendwas von dieser kranken Welt zu haben. Deswegen, also mir bleibt aber nur der Kampf. Aber wie gesagt, ich kann mich nicht töten. Die sind zu feige, mich zu töten. So. Klasse. Klasse Situation, diese uns manövriert haben, Herr Karl. Sie sitzen auf sinkendem Schiff. Sie wissen das, ich weiß das. Wir alle wissen das. So. Ihr könnt mir alle Danke sagen, dass ich mich hier so ins Zeug lege für mich und für euch. Wie gesagt, im Prinzip will ich nur Rache, das gebe ich auch offen zu, für meine scheiß Kindheit. Hi. Also wie gesagt, im Prinzip will ich nur Rache für mein zerstörtes Leben durch den BND. Aber es ist ja egal. Also sagt mir ruhig der Sache Egoismus nach, akzeptiere ich. Aber Egoismus, ist Egoismus noch Egoismus, wenn der anderen auch hilft? Denkt mal darüber nach. Ich gebe zu, ich will nur Rache am BND, ich will dieses scheiß fette Nazi-Schwein am Galgen haben, ich will meine 30 Milliarden, ja gut. Aber ihr würdet alle profitieren, weil ein riesen Kinderschänderring hier gesprengt würde, viele Freimaurer hochgenommen werden würden, ihr würdet alle dadurch frei werden. Und mir wäre geholfen, allen wäre geholfen. Also es ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Also jammert nicht. So, was wollt ihr denn eigentlich hier? Ach Mann. So. Ja, ist alles ein bisschen Banane hier alles aus der Geheimdienstmacht. Deswegen muss das ja auch gestoppt werden. Ah Mann, ey, wenn die Leute das mal begreifen würden, ey, wie einfach das hier alles gestoppt werden könnte, wenn man mich einfach mal unterstützen würde. Darauf will ich hinaus. Und ich geier nicht nur auf das Geld. Na, so ist es nicht, im Gegenteil. Ich habe ja auch gesagt, wenn ich irgendwie kostenlosen Anwalt kriegen würde, wäre auch egal. Ich brauche halt nur irgendwen, das Geld will ich ja nur wegen der Klage. Wenn mir da irgendwie einer kostenlos helfen würde, wäre das auch okay. Ich brauche halt nur irgendwie, nämlich eigentlich vor hier Gericht unterstützt. Und dann muss ich halt auch irgendwie an ein anständiges Gericht kommen. Nicht hier eins, was mit Thomas Dörrel besetzt ist, sondern ich gleich verloren, bevor irgendwas ist. Ja, am besten, man macht es irgendwie über Malta, aber da brauchst du auch wieder Gerichte über Auslandsgerichte und verklagst das dann hier, die ganzen Dings. Es ist halt, du brauchst für alles Geld. Deswegen haben sie mich auch so zerstört, die Geheimdienste, dass ich nämlich nichts mehr machen kann. Aber es ist schön, es ist einfach nur schön. Ja, klasse, ne? Ja, aber mich können sie martern und quälen, aber ich werde nicht nachgehen. Wird einfach nur noch Zeit, dieses perverse Kartell abzuschalten. Boah, Alter, wenn das mal irgendwann hier rauskommt, alles, was hier gelaufen ist. Boah, weißt du was? Ey, da könntest du so einen Hammerfilm von machen. Und dann könnte ich da auch nochmal ordentlich Geld einsacken. Das wäre ein besserer Film wie hier The Lazarus Projekt. Und was gibt's denn noch alles für Filme, die so sind wie... Wer The Lazarus Projekt kennt, mit diesem Implantat und alles. Also, wenn man mich verfilmen würde, das wäre noch 10-mal geiler, was bei mir hier alles gelaufen ist. Mit den ganzen CIA-Doktoren aus diesen Nazi-Todeslagern, die angeblich Psychiater sind und Also, schön. Einfach nur schön. Ich finde das übrigens, was ich aber am geilsten finde, ist eigentlich, dass ich weiß, dass ich Projekt Monarch bin. Mein ganzes Umfeld weiß, dass ich Projekt Monarch bin. Jeder eigentlich weiß, dass ich Projekt Monarch bin. Trotzdem macht man irgendwie noch ein Geheimnis draus. So, diese sogenannten Ärzte, die mich auch behandelt haben, sind hier übrigens auch schon als Gangstalker rumgefahren. Und ich frage mich, warum fährt man aus Hildesheim hierher nach Einbeck? Zufällig, ganz oft, ganz zufällig. Immer, ne? Ja, verstehe ich nicht.
wenn man hier auch nicht in der Nähe wohnt und nichts zu suchen hat. Ne? Also die wissen schon. Also ich habe hier schon so viele Leute hier stalken gehabt, die, also das glaubt man auch gar nicht. Ne? Also die wissen alle, dass ich Projekt Monarch bin. Ich weiß, dass ich Projekt Monarch bin. Die wissen, dass die mich gestalkt haben und hier und keine Ärzte sind. Ich weiß, dass die keine Ärzte sind. Beziehungsweise, oder es gibt natürlich auch Ärzte, die für den BND arbeiten. Also, ja, das Schöne hier, was hier alles läuft. Wie sage ich, also, das wäre ein richtig geiler Film. Wenn man das mal irgendwie verfilmen würde, alles hier, was bei mir hier so läuft, oder so, also, boah. Müsste man einfach mal machen, ey, also. Ja, weiß nicht, vielleicht setze ich mich ja wie mit einer irgendeiner Filmdrehfirma in Verbindung und die sollen dann da einen Film von machen oder so, keine Ahnung. Boah, keine Ahnung, ey, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr, jetzt gehe ich auch erstmal in Kaufland und dann ist auch erstmal Schicht im Schacht hier von meinen 10 Euro, die ich jetzt in der Tasche habe. Mal gucken, was ich mir Schönes kaufe aus der Giftmülldeponie hier. Hier, Freimaurer-Scheiße übrigens, ne? Hier, also, habe ich von John Ross gelernt. Square and Compass, also Winkel und Circle. Wir haben einmal das Konzept der 3 und der 4. Ich weiß gar nicht mehr, was Winkel und Circle war. Auf jeden Fall, also wie gesagt, wir haben einmal das Viereck und das Dreieck. Das hat drei Ecken, also Konzept der 3. Also Square and Compass halt. Ach, keine Ahnung. Ist wieder vergessen alles. So wie ich vieles vergesse. Nee, gar nicht. Doch, das Dreieck ist der Kompass. Square and Compass. Square... ein Kompass. Ist immer das Gleiche. Immer 3 und 4. Die 3 ist immer der Kompass. So. So. Ach, ich habe auch keinen Bock mehr. Ich bin auch nur einfach nur angefressen. So, irgendwas wollte ich noch sagen. Ist auch egal. Wie gesagt, macht was draus. Vielleicht hat das irgendwem weitergeholfen hier. Keine Ahnung. Ich muss ja erstmal einkaufen jetzt. Genau. Pisst mich das an, ey. Hier, Maske, Einkaufswagen, das. 3000 Euro, ich sag's nochmal. Oder ein anständiger Anwalt. Ich könnte uns alle befreien hier. Begreift das mal eigentlich. Aber naja, gut, wie ihr wollt. Dann leidet halt weiter. Wie gesagt, besucht mal meine Webseite www.adrianmilosevic.weebly.com. Guckt euch mal das Bild mit der Pyramide an, wo die Illuminati sind. So von der Kartellposition her. Und deswegen machen die mich auch so kaputt. Wenn nämlich da einer fällt, dann fällt das alles wie so ein Domino-Konzept alles zusammen. So. Tja, deswegen, also David Rockefeller war auch schon hier, der ist auch nicht tot. So, auch als Gangstalker, der hat mich angeguckt und der hat richtig angepisst geguckt. Nicht angepisst, der hat eingepisst. Der hat sich so gedacht, Alter, scheiße. Davor fürchten sich nämlich die Eliten. Vor Kindern der Sonne, die nämlich eine Sonne in sich haben. Und sich gegen dieses ganze Scheißgepisse da aussprechen. So. Wie das alles läuft und funktioniert. Ja. Schön. Schön, schön. So, ich kaufe jetzt ein und ich wünsche euch allen was. Freimaurer und Geheimnis an die Fest an Hals. Und ja, genau. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bye, bye.